In Ihren Videos greifen Sie doch mehrere Themen an. Denken Sie nicht, dass Sie damit jemanden beleidigen könnten? Also ich habe keine Menschen beleidigt. Sowas mache ich nicht. Sowas sollte niemand tun. Ich meine, natürlich ist es immer eine Frage, wie möchte ich Worte hören und wie möchte ich Dinge sehen. Aber ich habe ja nicht von dem Opfer gesprochen, das durch äußere Umstände in bestimmte Situationen kommt. Von dem spreche ich ja nicht, wenn ich vom Opfer spreche. Ich habe von der Opferrolle gesprochen. Und wenn ich von der Opferrolle spreche, dann spreche ich vom selbsternannten Opfer. Deswegen auch das Wort Opferrolle. Und das sind dann halt die Menschen, die ständig immer anderen die Schuld an ihrer Situation geben, in der sie sich befinden. Ja? Und das machen sie, weil sie Mitleid wollen. Die wollen bemitleidet werden, ständig, permanent. Das sind Menschen, die denken sich auch die ganze Zeit Dinge wie, warum immer ich? Oder warum ist das Leben so gemein zu mir? Warum ist das Leben so ungerecht? Oder ja, den anderen geht es so toll, warum geht es mir so beschissen? Oder der Klassiker, das habe ich nicht verdient. Das habe ich wirklich nicht verdient. Das sind so diese typischen Gedanken, die permanent in deren Köpfen herumkreisen. Ja, so wie der Geier, der ums Aas herumkreist. Ganz genau dasselbe. Nur jetzt ganz ehrlich, wenn ich mir solche Fragen stelle, permanent, was soll ich dann bitte für Antwort bekommen auf solche Fragen? Weil unser Gehirn sucht ja permanent nach Antworten, wenn wir uns eine Frage stellen. Und wenn ich solche dummen Fragen stelle, dann kann ich auch nur blöde Antworten bekommen. Man sagt ja, es gibt keine dummen Fragen. Das sind dumme Fragen. Wissen Sie, jeder Mensch hat einen Rucksack auf seinen Schultern. Jeder, ausnahmslos jeder. Nur die Steine da drin sind halt unterschiedlich schwer. Und jetzt habe ich zwei Optionen. Jetzt kann ich natürlich einerseits herumjammern oder ich kann die Zähne zusammenbeißen. Ich kann sagen, ich kann nicht weitergehen, weil der Rucksack ist so schwer. Oder ich bin ein Kämpfer. Aufgeben kommt für mich nicht in Frage. Die zwei Optionen habe ich. Schauen Sie, wenn wir uns selbst bemitleiden, dann ist es in Wirklichkeit so, wie wenn wir uns unsere eigenen Wunden lecken. Ganz genau so ist es. Und wenn wir dann das auch noch das Mitleid von anderen wollen, dann ist es genauso, wie wenn ich mir noch Salz in meine eigene Wunde streue. Das Leben ist nicht hart und die Welt ist auch nicht ungerecht. Und wenn ich solche Sätze sage, dann denkt sich das typische Opfer, naja gut, der kann ja nicht leicht reden, ja? Oder ja gut, der weiß ja nicht, wie das ist. Ja. Oder der kann mich doch gar nicht verstehen, weil der ist ja nicht in meiner Situation. Das sind Gedanken, die das Opfer hat, wenn ich solche Sätze sage. Und wenn du aber dann diesen Menschen Ratschläge gibst, wie sie was verändern können, dann drehen sich das so zurecht, wie sie das brauchen. Ja. Oder die nehmen den Ratschlag gar nicht ernst. Es geht hier rein, das geht hier raus. Warum? Na, weil die wollen gar keine Veränderung. Das Opfer will nichts verändern. Das Opfer wehrt sich gegen sämtliche Veränderungen. Diese Art von Menschen macht sich quasi immun gegen Veränderung. Warum? Weil Veränderung Arbeit bedeutet. Arbeit an seiner eigenen Person. Deswegen wollen sie nichts ändern. Weil Arbeiten viele nicht wollen. Weil Arbeit nicht bequem ist. Bequemer ist es, in der Vergangenheit zu leben und ständig über irgendwelche Dinge nachzudenken, die passiert sind. Das ist definitiv bequemer, ja, keine Frage. Nur, damit führt man sich ja nur ständig die Erfahrungen, die man gemacht hat, ja immer wieder vor Augen, um eben dran denken zu können. Und das ist dann ungefähr so, wie wenn ich mir in Wirklichkeit die Wunde permanent aufkratze. Genauso ist es. Das schmerzt nicht nur die ganze Zeit, sondern das kann auch nie verheilen. Der größte Siegeszug vom Opfer ist die Aufmerksamkeit. Weil, ob Sie das jetzt hören wollen oder nicht, aber der Mensch an sich ist nichts. Und genau deshalb will er was sein. Und das ist der Grund, warum wir Menschen Aufmerksamkeit wollen. Genau das ist der Grund. Und Aufmerksamkeit durch Arbeit ist nun mal schwerer zu erreichen als durch Mitleid. Das können Sie bei Kindern sehr gut beobachten. Ja? Das Kind verhält sich nämlich immer genau so, wie es von den Eltern die meiste Aufmerksamkeit bekommt. Das heißt, wenn das Kind etwas Verbotenes immer wieder macht, dann ja nur deshalb, weil dann geschimpft wird. Und Schimpfen ist eine Form von Aufmerksamkeit. Das Kind weiß, was es tun muss, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Ja? Und auch das Opfer weiß, was es tun muss, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Das will getröstet werden, das will umsorgt werden, die ganze Zeit bemuttert werden. Und Selbstmitleid ist nun mal der Schlüssel dazu. Nichts ist hart im Leben, nichts ist schwer im Leben. Und ich bin berechtigt, das zu sagen, denn ich war mehrere Male ziemlich weit unten und bin immer wieder aufgestanden. Schauen Sie, das Leben ist und die Welt ist genau so, wie ich sie sehe durch meine Augen und wie ich sie sehen möchte. Und natürlich kann ich in jeder Lösung ein Problem sehen
und kann alles grau sehen und kann mich über Elend und Probleme der Welt aufregen. Ja, aber bringt es mich in meinem Leben weiter? Bringt es mir Frieden? Nein, das Gegenteil ist der Fall. Das Leben ist so hart, wie ich es zulasse. Weil ich habe für mich eine Sache gelernt. Entweder ich bin hart zum Leben oder das Leben ist hart zu mir. Ganz einfach. Die Menschen wollen immer die Welt verbessern. Oskar, ich möchte kein Geld verdienen, ich möchte die Welt verbessern. Unabhängig davon, dass es sowieso eine Lüge ist. Ich muss zuerst mich selbst verbessern, bevor ich irgendwas verbessern kann. Ich kann gar nichts ändern, wenn ich nicht bei mir selbst anfange. Wenn ich keine Persönlichkeit und kein Geld habe, dann habe ich keinen Einfluss. Und wenn ich keinen Einfluss habe, kann ich nichts verändern. Die einzige Konstante im Leben ist die Veränderung. Und die Menschen denken halt, dass das Selbstmitleid ihnen hilft, diese ganzen Ungerechtigkeiten zu verkraften, beziehungsweise das, was sie als ungerecht empfinden. Ich kann ihnen sagen, egal was sie bis jetzt erlebt haben und egal wie viel Schmerzen sie ertragen mussten, Selbstmitleid bringt sie nicht weiter. Das schürt die Angst, das sorgt für Stillstand, beziehungsweise für Rückschritt, nicht für Stillstand. Sie werden träge, sie werden sozial schwach, sie bekommen Depressionen und sie werden auch permanent wütend, kann man auch gut beobachten. Das ist der typische Grantler, wie man in Österreich sagt. Damit schaden sie schlussendlich nur sich selber. Sie selber werden dahin vegetieren, der eine früher, der andere später. Das ist wie eine Art Abwärtsspirale. Ja, und wenn man eben aus dieser Abwärtsspirale raus möchte, dann muss man mal anfangen, sich ganz andere Fragen zu stellen. Nämlich nicht, warum immer ich und warum ist alles so schlimm und warum geht es mir so schlecht, sondern was muss ich für mich verändern, damit ich glücklich bin? Ja, was muss ich tun oder wie gehe ich vor, damit ich das Ziel XY erreiche? Für was in meinem Leben bin ich dankbar? Dankbarkeit ist eines der wichtigsten Dinge im Leben überhaupt, damit ich inneren Frieden finde. Definitiv. Aber Dankbarkeit ist sowieso, das ist ein ganz anderes Thema. Fakt ist, dass es nichts bringt, in der Vergangenheit zu leben. Weil die Vergangenheit existiert nur hier oben. Es sind abgespeicherte Gedanken. Und Gedanken sind nichts anderes als Phantome. Und Phantome, diese Gedanken, haben nur eine einzige Aufgabe, uns nämlich von der Gegenwart abzulenken. Wir müssen in der Gegenwart leben. Hier, jetzt. Wo sind wir? Wir sind hier. Wie spät ist es? Es ist jetzt. The show must go on. Der Planet dreht sich weiter. Das Leben geht weiter. Mit uns oder ohne uns. Selbstmitleid bringt uns nicht weiter. Selbstmitleid ist mit Abstand das schädlichste Betäubungsmittel, das es gibt. Das macht süchtig. Das bringt uns einen kurzen Rausch, sage ich mal, eine Art perverses Wohlgefühl, aber das isoliert uns komplett von der Wirklichkeit. Wie möchte ich das Glas sehen? Halb voll oder halb leer? Macht es Sinn, was ich da sage? Sehen Sie. Aber sie wurden gerade geblitzt.
Ja, das ist durchaus möglich, dass ich jetzt geblitzt worden bin. Wobei, ich bekomme sehr selten eine Strafe. Ich würde sagen, ich bin ein sehr gemütlicher und gelassener Autofahrer. Wobei, Sie können sich noch so sehr bemühen, Sie können sich noch so sehr darauf konzentrieren, dass Sie nicht gestraft werden. Das können Sie nicht vermeiden. Gerade auf so einer langen Strecke, wenn Sie sich das so konzentrieren, auf die ganzen Schilder, die ganze Zeit, 60, 80, 100, 80, 60, 100, die ganze Zeit, Sie haben es eh gesehen auf der langen Strecke, da sind Sie ausgelockt, wenn Sie da ankommen. Also Sie können es nicht zu 100% vermeiden, auch wenn Sie noch so brav sind, Sie werden hin und wieder mal eine Strafe bekommen. Ich finde halt, dass in Österreich die Strafen in Relation zu dem, was man verdient, relativ, oder was heißt relativ, sehr, sehr hoch sind, weil der Durchschnittsösterreicher verdient ja nur 1400 Euro, meines Wissens nach. Und wenn Sie da mal 10 km/h zu schnell fahren, dann zahlen Sie gleich mal 70 Euro. Ja? Und wenn es dann 15 km/h sind, dann sind es gleich mal 100 Euro. Mich wundert es halt immer, wenn Menschen 13, 14, 1500 Euro verdienen und dann kommt mal so eine Strafe rein in einem Monat, wie die in diesem Monat über die Runden kommen. Und da heißt es dann wirklich, Sparflamme an. Also das ist schon, also unabhängig davon, dass es ein sehr seltsamer Glaubenssatz ist, ist das eine sehr engstirnige Weltanschauung. Weil was ist seriös und was ist nicht seriös? Es gibt kein seriös und unseriös. Es existiert nur in Ihrem Kopf. Es ist eine Einbildung, es ist ein Fantasiegebilde, sonst gar nichts. Weil was ist denn seriös? Seriösität bedeutet, dass etwas vertrauenswürdig ist. Und ob etwas vertrauenswürdig ist oder nicht, das entscheiden ja Sie. In wenigen Sekunden entscheiden Sie es. Sie entscheiden in wenigen Sekunden, ob was vertrauenswürdig ist oder nicht. Und es ist wichtig natürlich, dass wir mit so einer Funktion ausgestattet sind, weil ich meine, diese Funktion, was wir haben, dass wir alles einkategorisieren, ist in Wirklichkeit Fluch und Segen zugleich. Weil der Segen ist ja der, dass wir schnell entscheiden können, schnell beurteilen können, ob was seriös ist oder nicht. Weil stellen Sie sich vor, Sie würden die ganze Zeit damit verbringen, Recherchearbeiten zu machen, ob eine Sache seriös ist oder ein Mensch seriös ist. Dann würden Sie vor lauter Recherchearbeiten zu nichts anderem mehr kommen. Deswegen ist ja die Funktion gut. Auf der anderen Seite ist es natürlich Fluch, weil wir sehr schnell etwas einkategorisieren, was nicht so ist. Ja, weil wir beurteilen und verurteilen ja die ganze Zeit. Stellen Sie sich vor, Sie würden einen Schwerverbrecher jetzt einen weißen Kittel anziehen, ohne dass Sie wissen, dass der Schwerverbrecher ist. In dem Moment oder ab dem Moment, wo er einen weißen Kittel anhat, ist alles, was er über Gesundheit sagt, top seriös, vertrauenswürdig, hat Hand und Fuß. In dem Moment, weil wir es einkategorisieren. Weil wie oft höre ich ja, von irgendwelchen Kleingeistern, sage ich mal, der ist nicht seriös, weil der hat Rechtschreibfehler auf seiner Seite. Der ist nicht seriös, weil der hat keine deutsche Firma im Impressum eingetragen. Der ist nicht seriös, weil der umgibt sich mit diesen und jenen Personen. Der ist nicht seriös, weil der tut Snowboard fahren, Skateboard fahren, hat einen Bart, hat lange Haare, keine Ahnung was. Deswegen ist er nicht seriös. Wissen Sie, was seriös ist? Oder was Seriosität bedeutet? Es bedeutet vertrauenswürdig und diese Vertrauenswürdigkeit ist nichts anderes als eine Maske, ist ein Deckmantel. Ein Deckmantel, um etwas vorzugeben, das wir als gut befinden sollen, damit wir den Segen bekommen, um das machen zu dürfen, was wir machen wollen. Ganz einfach. Wir brauchen ja nur schauen, was jeden Tag passiert. Die Seriosität wird uns ja jeden Tag verkauft. Und wir sind auch noch so blöd und kaufen die permanent. Firmen verkaufen uns, dass sie vertrauenswürdig sind. Politiker verkaufen uns das. Bankiers, Medien, Institute und so weiter. Und warum kaufen wir diese Seriosität? Warum kaufen wir ihnen das ab, dass sie vertrauenswürdig sind?
Warum? Na, ganz einfach, weil sie Werkzeuge verwenden, die mit einem Stempel abgesegnet wurden, mit dem Stempel der Seriosität. Schauen Sie, eine seriöse Zeitung schaut aufs Papier. Welches Papier verwenden die? Die achten akribisch auf Grammatik und Rechtschreibung. Oder auch die Themen. Die schreiben nicht darüber, dass in China irgendwo ein Haus abgefackelt ist, sondern schreiben über Wirtschaft, Politik. Schauen Sie sich den Text an. Der ist schon fast akademisch. Sehr viel Fremdwörter drin. Warum? Anspruchsvoll assoziiert man mit gebildet. Gebildet assoziiert man mit was? Mit seriös, mit vertrauenswürdig. Ja, also das ist ein sehr anspruchsvoller Text. Der Name, wie heißt eine unseriöse Zeitung, wie heißt eine seriöse Zeitung? Unseriöse heißt zum Beispiel, keine Ahnung, der Tratsch, das Blatt oder was auch immer. Ja? Und die seriöse heißt die Fakten. Ja? Fakten ist ein seriöses Wort. Das ist das, was ich meine. Und gerade Sprache und Wörter und Rechtschreibung, Grammatik, das sind alles Werkzeuge, um Vertrauen einzukaufen oder um uns Seriosität zu verkaufen, ja? Je nachdem, wie man es nimmt. Ja? Weil ich werde zum Beispiel als unseriös bezeichnet, wenn ich Rechtschreibfehler auf meiner Seite habe. Und Menschen, die 2008 in den teuersten Anzügen dahergekommen sind, mit Manschettenknöpfen, mit allem drum und dran, waren vertrauenswürdig. Ja? Ich spreche von den Menschen, die 2008 die Finanzkrise ausgelöst haben oder verursacht haben. Von denen spreche ich. Die waren ja vertrauenswürdig, die waren top seriös, weil sie Werkzeuge verwendet haben, diese Gangster. Und die laufen heute unter dem Deckmantel der Seriosität immer noch frei herum. Ich habe niemanden betrogen, mein ganzes Leben lang niemanden. Und diese Menschen, die wir als seriös bezeichnen, die haben Menschenleben auf dem Gewissen, zumindest indirekt. Und was ist dann mit der Politik? Ist die nicht seriös? Oder? Also in der Politik können sie nur bedingt etwas verändern, weil das, was im Parlament auf dem Rücken des Steuerzahlers fabriziert wird, wissen Sie, was das ist? Das ist Entertainment, das ist Unterhaltung, sonst gar nichts. Das sind sehr gute Schauspieler, die sehr schlecht bezahlt sind, wenn man es jetzt mit anderen Schauspielern vergleicht. Weil Einfluss haben sie nicht, wenn sie im Parlament einen noch wichtig tun. Sicherlich nicht. In einer perfekten Welt ja. Aber in dieser Welt, da haben sie Einfluss, wenn sie die richtige Summe an Geld besitzen und wenn sie die richtigen Kontakte kennen. Weil die entscheidenden Gesetze, die wichtigen Gesetze, wissen Sie, wo die getroffen werden? Nicht im Parlament. Außerhalb des Parlaments. So läuft der Hase. Wenn Sie alles, oder sagen wir mal fast alles, was Sie über die Welt glauben oder denken, zu wissen, entspricht dem Gegenteil. Relativ gut snowboarden. Sind Sie regelmäßig auf der Piste? Naja, regelmäßig ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber man sollte halt immer das nutzen, was regional zur Verfügung steht. Ja, und Österreich ist ja bekannt für die Alpen, für die Berge, für Wintersport, für Skifahren, Snowboarden und so weiter. Und deswegen sollte man das eben nutzen, wenn man hier ist. Ja, und weil andere müssen weiter Strecken in Kauf nehmen, um das machen zu können. Viele Menschen haben in ihrem ganzen Leben noch nie Schnee gesehen, ja, so wie hier viele noch nie die Wüste gesehen haben. Man sollte immer für das dankbar sein, was man hat. Man sollte immer das schätzen, was man hat und nicht immer dem nachlaufen, was man nicht hat, ja, so wie es die meisten machen. Ja, das stimmt, da gebe ich Ihnen recht. Meine Eltern fahren auch regelmäßig von Deutschland nach Österreich Skifahren, doch für mich das ist nichts. Ich finde die ganzen Snowboarder und vor allem Skifahrer zu egoistisch. Die fahren, als wären sie allein auf der Welt. Oder wie sehen Sie das? Naja, da dürfen sie in Wirklichkeit Autofahren auch nicht. Es kommt immer darauf an, was sie unter Egoismus verstehen. Weil das Wort Egoismus, ja, egoistisch, das ist zu 99% ein Wort, das als negativ gesehen wird. Aber haben Sie sich schon mal Gedanken gemacht, was Egoismus wirklich ist? Oder ich stelle die Frage anders. Kennen Sie den Unterschied zwischen gesunden und ungesunden Egoismus? Haben Sie da schon mal gehört von dem? Ja, nein. Sie schauen mich so fragwürdig an. So sorry, nein. Okay. Ich erkläre es Ihnen. Egoismus ist im Vergleich zu vielen anderen Dingen etwas, was nicht nur in unserem Kopf existiert, sondern das ist etwas, was es gibt, was es definitiv gibt. Aber
nicht so, wie die meisten Menschen denken, ja, oder nicht so, wie die meisten ihn wahrnehmen, sondern, weil man hört ja immer, ach, der schaut ja nur auf sich, ja, oder dem sind die anderen doch egal, oder der ist so egoistisch, weil der schaut nur, dass ihm gut geht und nicht, dass den anderen gut geht, ja, oder dieser eingebildete Egoist, der verkauft sogar seine Mutter, ja, solche Sätze hören sie, solche Dinge hören sie von den Menschen immer wieder, die ganze Zeit, ja, aber die Menschen denken nicht weiter. Die Wahrheit ist, dass die meisten Menschen so, ja, so ein eingeschränktes Denken haben, ja, unabhängig davon, ob sie jetzt gebildet sind oder nicht, aber aufgrund diesen eingeschränkten Denken können sie nicht ausbrechen, werden nicht erfolgreich, werden nicht glücklich. Das ist der Grund, weil sie so ein engstirniges Denken haben. Der Horizont startet hier, beginnt hier und endet hier. Meistens haben wir einen Horizont wie Ameisen. Und sie brauchen das ja nur selber mal beobachten. Gehen Sie einfach mal in den Supermarkt, ins Bauhaus, keine Ahnung, auf den Bahnhof und schauen Sie einfach mal, wie die Menschen miteinander sprechen, wie sie miteinander umgehen. Da können Sie schon sehr, sehr viel beobachten. Da weiß man schon relativ viel über jemanden. Und kommen Sie mir das bitte nicht mit, naja, so schnell kann man nicht über jemanden urteilen. Es geht nicht um Urteilen. Es geht um Beobachten. Es geht um Wahrnehmen. Und das geht's. Jeder Mensch auf diesem Planeten, eingeschlossen Sie, eingeschlossen ich, jeder, ist sich selbst am nächsten. Weil das ist ein Gen. Ein Gen, das in jedem von uns drinsteckt. Auch wenn Sie das jetzt bewusst nicht wahrnehmen, Sie sind egoistisch. Wenn Sie als Anfänger auf der schwarzen Piste fahren und jemand rast bei Ihnen vorbei und Sie stürzen deswegen, dann stürzen Sie nicht deswegen, weil der bei Ihnen vorbeigerast ist, sondern weil Sie nichts auf der schwarzen Piste verloren haben. Deswegen. Weil wenn Sie Anfänger sind und nicht über den Haufen gefahren werden möchten, dann sollten Sie auf die blaue Piste oder von mir aus auf die rote Piste. Sie müssen sich der Umgebung anpassen und nicht umgekehrt. Warum soll denn derjenige, der Ihnen überlegen ist, der Ihnen voraus ist, einen Schritt zurück machen und Nachsicht haben? Das ergibt doch keinen Sinn. Der ist doch schon viel weiter als Sie. Ja, und das ist jetzt nicht nur auf die Piste bezogen, sondern das betrifft jeden Lebensbereich. Wenn Sie vom Profi erwarten, dass er Rücksicht nimmt, wissen Sie, was Sie dann sind? Sie sind der Egoist, wenn Sie das von ihm erwarten. Schauen Sie, egal um welches Lebewesen es geht, einer ist immer im Vorteil. Ich weiß nicht, ob Sie Charles Darwin kennen, aber Charles Darwin hat schon damals gesagt, nicht die stärkste Spezies gewinnt oder überlebt und auch nicht die intelligenteste, sondern die, die sich der Umgebung am besten anpassen kann. Das ist der primitivste Trieb des Lebens. Der Egoismus hat seit der gesamten Geschichte der Menschheit dafür gesorgt, dass wir überleben. Das können wir dem Egoismus verdanken. Das bedeutet nicht, unser Charakter ist egoistisch, sondern unsere Gene, die sind egoistisch. Weil wir eben im Sinne des eigenen Überlebens handeln. Und zwar auf Kosten der anderen Lebewesen. Das ist so. Weil alles, was wir tun, alles, tun wir, um unsere Gene weiterzugeben. Ja, wir wollen, dass unsere Gene in neuen Körpern quasi auferstehen. Das ist das, was wir wollen. Ja, es gibt dabei keine besondere Logik. Die gibt es nicht. Ja. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Angenommen, Sie essen jetzt zum Beispiel ein Stück Kuchen, ja, und Sie empfinden diesen süßen Geschmack als angenehm. Dann wird unser Organismus darauf hin programmiert, dass Sie dieses Gefühl immer und immer wieder erleben wollen. Weil es eben angenehm ist, wird als angenehm wahrgenommen. Sie haben also ein Verlangen danach. Und das wird dann als egoistisch bezeichnet. Wenn also jemand immer mehr Geld möchte, dann sagt man ja oft, dass der egoistisch ist, weil er ja immer mehr davon will. Aber das ist das Gleiche wie mit dem Kuchen. Exakt das Gleiche. Verstehen Sie jetzt, was ich meine? Was, glaube ich, viele mit Egoismus oder mit egoistisch verwechseln, ist Egozentrik. Das ist nämlich wieder was anderes. Egozentrisch ist jemand, der ich-bezogen ist. Ja? Das ist jemand, der denkt, dass er unfehlbar ist. Das ist jemand, der sagt, ich mache keine Fehler. Wenn Sie einen Egozentriker kritisieren, dann haben Sie ein mächtiges Problem, weil ein Egozentriker jemand ist, der alles persönlich nimmt. Der kann keine Kritik einstecken. Das ist jemand, der nicht deswegen egoistisch handelt, weil er ein Leben führen möchte, das er sich wünscht, sondern das ist jemand, der egoistisch handelt, um bei den Mitmenschen gut anzukommen. Das ist der einzige Grund, warum der Egozentriker egoistisch ist.
Und wissen Sie, wie man den Vater von Herrn Egoismus und Frau Egozentrik nennt? Man nennt ihn Ego. Und das Ego, das ist unser größter Feind. Gibt sogar ein gutes Buch drüber. Ich empfehle es nur nie, weil meistens diejenigen dieses Buch empfehlen, die die größten Ego-Probleme haben. Ja? Deswegen empfehle ich das nie. Wenn Sie sich mit dem Thema aber mal befassen, dann werden Sie feststellen, dass die meisten Menschen von ihrem Ego gesteuert werden. Definitiv. Auch ich war früher jemand, der durch sein Ego kontrolliert wurde, der durch das Ego eben ja, kontrolliert wurde. Ich war die ganze Zeit so dermaßen angespannt, dass mich jede Kleinigkeit in Wirklichkeit gleich wütend gemacht hat, egal was das war. Ich war permanent unter Strom, permanent gestresst, gefangen im eigenen Körper. Und so, wie mir damals, geht es vielen Menschen tagtäglich. Das ist ein Ego-Problem, definitiv. Das schadet nicht nur Ihnen, sondern auch Ihren Mitmenschen, mit denen Sie sich umgeben. Das Ego ist derjenige, der Sie unter Druck setzt. Der Ego ist der Grund für Ihren Stress. Das Ego ist auch der Grund für negative Gedanken. Weil besonders die Menschen, die nach diesem exzessiven Erfolg streben, die haben oft ein Ego-Problem. Ich meine, wie oft sind bei mir dies gescheitert, weil entweder ich oder der andere ein Ego-Problem hatten? Ich kann es gar nicht zählen, ehrlich. Wenn man ein Ego-Problem hat, dann ist es wie eine Mauer. Das ist wie ein Schatten, über den man nicht springen kann. Du bist nicht du selbst, sondern in den meisten Fällen ist das Ego das, was spricht. Das Ego blockiert dich. Das Ego hindert dich, dahin zu kommen, wo du hin willst. Und wenn man sich eben damit beschäftigt und seinen Horizont zu diesem Thema mal erweitert, sage ich, dann kommt man ganz schnell drauf, dass es nur zwei Möglichkeiten gibt. Entweder du kontrollierst das Ego oder du wirst vom Ego kontrolliert. Ich weiß eh selber, wie es ist. Man will der Beste sein, man möchte jeden Tag so viel wie möglich erreichen, das Beste rausholen. Man macht sich auch ständig fertig, ja, wenn irgendwas nicht klappt. Ich kenne das eh, aber ganz ehrlich, was bringt einen dieser innerliche Druck? Permanent. Gar nichts, außer physische Schäden und psychische Schäden. Das bringt's. Was bringt es Ihnen, sich selbst jetzt permanent irgendwelche Deadlines zu setzen? Mit 25 muss ich Millionär sein. Mit 30 muss ich das und das haben, sonst stürze ich mich von der Brücke. Mit 35 muss ich Kinder haben. Ja? Das sind Blockaden, die man sich selber setzt. Wenn Sie sich altersbezogene Deadlines setzen, dann setzen Sie sich selbst Blockaden. Und ich weiß, von was ich spreche. Die steckt in jedem von uns drinnen. In jedem von uns steckt dieses Kind, das nicht hören will, dieses ungehorsame Kind. Das Kind, das unbedingt seinen Willen gegen jeden und alles durchsetzen will. Das steckt in jedem von uns. Ja? Einfach dieser Drang, besser zu sein als alle anderen. Ja? Mehr zu haben, mehr zu sein, respektiert zu werden. Das ist Egoismus. Es ist das Gefühl von Überlegenheit. Und hinter dem Egoismus steckt das Ego. Das ist der Feind von allem, was Sie haben wollen, besitzen. Das heißt, wenn Sie ein Ziel verfolgen und krampfhaft sich dran festklammern, verbissen haben, ist das einzige Hindernis, was Ihnen im Weg steht, Ihr Ego. Das Ego hält Sie auf. Nicht Sie selbst, das Ego ist es. Das Ego macht Sie schwach, das Ego ist es. Und wenn Sie das Ego mal beobachten wollen, dann gebe ich Ihnen einen Tipp, da brauchen Sie heute gar nicht mal auf die Straße gehen. Nehmen Sie einfach mal Ihr Handy zur Hand, gehen Sie auf Social Media und schauen sich selber an, wie die Menschen sich gegenseitig ihr Ego streicheln. Alle wollen Likes, alle wollen Kommentare. Was ist das? Das ist eine Währung. Eine Währung, um unsere Egos gegenseitig zu streicheln. Das ist es. Du bist so toll, ach, bist du heute wieder hübsch, du bist der Beste, bla 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 bla. Damit wird unser Ego gestreichelt. Das Ego ist auch schuld dran, dass, wenn man keine Ratschläge annehmen möchte und auch sich ständig, also wenn man keine Ratschläge annehmen möchte und ständig seinen Kopf da durchsetzen will, das Ego ist schuld. Ach Oskar, auch wenn du das, wenn das Richtige für mein Business ist, es gefällt mir aber nicht. Ja? Oder du Oskar, ich weiß, du meinst gut, aber ich möchte es jetzt doch nicht. Ja? Viele Menschen halten einfach verbissen an diesen alten Muster fest, an diesen alten Gewohnheiten. Die können nicht loslassen. Und warum? Weil sie ein Ego-Problem haben. Definitiv. Meist Menschen haben ein Ego-Problem. Das heißt, gibt es denn nun das richtige Maß an Egoismus oder soll man das unterdrücken? Man sollte überhaupt nichts unterdrücken. Vor allem nicht, wenn man durch das Ego angetrieben wird, um
das Leben zu erreichen, was man haben will. Ja? Weil der Egoismus hilft ihnen voranzukommen, der hilft ihnen erfolgreich zu werden, der Egoismus hilft ihnen glücklich zu werden, gesund zu bleiben. Ohne den gesunden Egoismus ist das alles nicht möglich. Sie müssen nur auf ihr Ego achten, das ist das Einzige. Weil das Ego ist ihr Erzfeind. Snowboarden ist doch auch Sport. Wieso dann nochmal im Fitnessraum, hier im Hotel? Geht das nicht auf die Energie und Konzentration, wenn man viel Sport betreibt? Naja, Sport ist ja nicht gleich Sport. Wegen ein, zwei Stunden jetzt draußen im Schnee, da kann man sich sicher nicht gleich loben und auf die Schulter klopfen und sagen, toll hast du das gemacht, heute hast du dich wieder super sportlich betätigt. Ich meine, natürlich hat man Sport gemacht, keine Frage. Aber ein bisschen Snowboarden, ein bisschen Skateboard fahren, ein bisschen, keine Ahnung, mit Mountainbike herumcruisen, das ist eher, was Spaß macht und jetzt nicht unbedingt Energie oder Konzentration erfordert. Ja. Das ist in Wirklichkeit genauso, wie wenn ich ja, mit dem Sportwagen jetzt eine Runde mache, ja, oder wenn ich von mir aus dem Flugzeug mit einem Fallschirm springe. Das ist genau das Gleiche. Ja. Das sind alles Dinge, die man hin und wieder macht und die eben Spaß machen. Und ich meine, ich bin ja kein Pro-Skater und ich bin auch kein Profi-Snowboarder oder Profi-Rennfahrer, der den ganzen Tag nichts anderes macht als das. Weil das ist nämlich harte Arbeit. Ist natürlich auch Spaß, ja, aber definitiv Arbeit. Spaß sind halt Dinge, die man gerne macht und hin und wieder macht. Und Arbeit ist halt ein ständiger Prozess. Das heißt jetzt nicht, dass Arbeit nicht Spaß machen darf. Arbeit sollte im Großen und Ganzen schon Spaß machen. Ich meine, es gibt immer eine Arbeit, die auch keinen Spaß macht im Gesamten. Aber im Großen und Ganzen soll es Spaß machen. Und wenn es nicht so ist, dann habe ich die falsche Arbeit oder mache das Falsche. Und das Training im Gym von gerade eben, das ist genau dasselbe. Das ist Arbeit. Das ist Arbeit, die Spaß macht. Das ist übrigens auch etwas, was ich mir als Arbeitszeit einplane, nicht als Freizeit. Weil das Training ist etwas, das für mich ja etwas ist, das ich machen muss. Das muss ich machen, damit ich da oben und auch da unten 100% fit bleibe. Damit ich 100% Leistung habe, damit ich besser werden kann, damit ich mich auch besser konzentrieren kann. Das raubt mir keine Energie, das gibt mir Energie. Das ist auch etwas, was vielen nicht bewusst ist. Weil die meisten sehen das regelmäßige Training als Zwang, ja, und melden sich dann irgendwo im Fitnessstudio an mit dem Zweck des Abnehmens. Die wollen abnehmen, unabhängig davon, dass 99% sowieso nicht durchziehen. Aber das ist eine andere Geschichte, über das können wir ein anderes Mal sprechen. Fakt ist, wenn Sie keinen regelmäßigen Sport betreiben, dann kann das sein, dass Sie das später mal bereuen werden. Definitiv. Muss nicht sein, kann sein. Weil viele Menschen stellen sich irgendwann im Leben eine Frage, beziehungsweise sie stellen fest, dass sie doch etwas machen hätten sollen, wie sie jünger waren. Oder dass sie doch sich anders ernähren hätten sollen. Und der Gedanke oder diese Gedanken, die kommen immer dann, wenn natürlich irgendwelche gesundheitlichen Probleme entstehen. Und meistens ist es dann natürlich schon zu spät. Das ist das Problem. Die Menschen verbringen halt den Großteil ihrer Zeit damit wirklich, dass sie immer von Dingen reden, die irgendwann mal passiert sind. Ja, sie verlieren sich einfach mit ihren Gedanken in der Vergangenheit und sehnen sich nach diesen Dingen. Sie sehnen sich nach diesen Dingen, die bereits weg sind. Die sind nicht mehr greifbar. Dinge, die passiert sind, sind passiert. Die kann man immer rückgängig machen. Das, was mal war, die soll auch da bleiben, wo es ist.
und nicht ständig in Erinnerung gerufen werden und in die Gegenwart mitgenommen werden. Das macht keinen Sinn. Ich spreche jetzt nicht davon, dass man beim Familienessen jetzt zum Beispiel nicht über lustige Geschichten von damals spricht, ja, damit man gemeinsam lacht. Von dem spreche ich ja nicht. Was ich meine ist, dass man nicht permanent über diese ganzen negativen Dinge nachdenken sollte. Ja, über das, was man erlebt hat, ja, oder was man getan hat oder von mir aus auch, was man nicht getan hat. Weil meistens ist es ja so, dass man die Dinge bereut, die man nicht getan hat. Nicht die Dinge, die man getan hat. Oder auch die, gibt es auch viele, die die ganze Zeit früher und heute vergleichen. Ja? Das sieht man bei älteren Menschen sehr gerne. Früher war alles besser. Ja? Oder das hätte es bei uns nicht gegeben. Ja? Oder ja, solche Sprüche halt. Sie kennen es wahrscheinlich eh, wenn Sie beim Arzt das ein oder andere Mal sind. Das sind Menschen, die leben in der Vergangenheit. Das Gleiche gilt auch für die Menschen, die früher mal irgendwas Besonderes erreicht haben und immer noch verbissen an dem Festhalten nicht loslassen wollen. Da kann ja auch nichts Neues kommen in ihr jetziges Leben, wenn sie nicht loslassen. Und dann wundern sie sich, warum sie nichts mehr erreichen in ihrem Leben. Wenn die loslassen würden, dann kann ja Neues kommen. Können sie ja Neues erreichen. Das kann man sehr, sehr gut bei den ganzen Schauspielern und Musikern beobachten. Und was auch viele übrigens machen, ist, dass sie ständig mit ihrem Gewissen kämpfen oder Dinge nachtrauern. Was wäre gewesen, weiß ich nicht, wenn ich in meinem Leben dies und jenes gemacht hätte. Oder warum habe ich damals die Chance nicht genutzt? Oder werde ich das jemals in meinem Leben nachholen können? Dies bringt nichts, sich Vorwürfe zu machen. Es bringt nichts, sich zu fragen, was hätte man besser machen können? Damit verbrennt man nur Unmengen an wertvoller Energie, sonst gar nichts. Wenn ich die ganze Zeit solche Gedanken habe, dann bin ich ausgelaugt. Darf ich mich nicht wundern, dass ich am Ende des Tages dann komplett flach liegt, dass ich da platt bin. Und eins kann ich Ihnen auch sagen, zufrieden wären Sie dann auch nicht. Sie können so nicht glücklich werden. Das ist nicht möglich. Mit der Vergangenheit muss ich abschließen. Die Vergangenheit existiert nur hier oben. Die existiert nur in unserem Kopf. Das sind abgespeicherte Gedanken, sonst überhaupt nichts. Soll ich Ihnen sagen, was passiert, wenn man in der Vergangenheit lebt? Man verpasst die Gegenwart. Man verpasst das Hier, das Jetzt. Die meisten Menschen da draußen kennen morgen, weil sie gestern gelebt haben. Sie können nur glücklich werden, wenn Sie im Hier und Jetzt leben. Das ist die Voraussetzung. Sie können nur glücklich werden, wenn Sie im Hier und Jetzt leben. Nicht im Morgen und nicht im Gestern. Ich habe in Dubai eh schon drüber gesprochen, wie das ist, wenn man sich die ganze Zeit diese negativen Erfahrungen, diese Schmerzen vor Augen führt. Da habe ich ja eh schon drüber gesprochen, bildlich gesprochen, wie das ist. Ich meine, die Gegenwart läuft auch nicht ohne Schmerz ab. Der Schmerz hat ja viele Namen. Problem, Schicksalsschlag, Verlust, keine Ahnung, gibt mehrere Namen. Ist egal, aus welcher Perspektive Sie den Schmerz betrachten. Fakt ist, es ist leider ein Teil unseres Lebens. Und auch wenn ich komplett in der Gegenwart lebe, werde ich Trauer erleben. Die Frage ist nur, wie gehe ich damit um? Das ist nicht falsch, aber was soll man denn tun, wenn man einen Menschen verliert, den man liebt? Das schmerzt doch. Naja, in Wirklichkeit das, was jeder Mensch tun sollte. Sie müssen akzeptieren. Sie müssen akzeptieren und vor allem auch lernen, loszulassen. Ich habe das lernen müssen, loszulassen. Die Welt dreht sich weiter. Wenn Sie nämlich akzeptieren, nehmen Sie Ihren Gefühlen die Macht. Das bedeutet es bitte nicht, dass man jetzt so tun soll, als wäre nichts gewesen, als wäre nichts passiert, dass man das Glücklichsein überspielen soll und dass man permanent lacht. Von dem rede ich ja nicht. Das ist nicht das, was ich meine. Ich meine einfach, dass man Gefühle zulassen soll, damit man akzeptieren kann. Weil ändern können Sie es so oder so nicht. Sie können nichts zurückdrehen. Man kann nicht zurückreisen und etwas ungeschehen machen. Das funktioniert nicht. Schauen Sie, die Trauer, die Gefühle, das Akzeptieren, genau das ist das, was den Menschen zum Mensch macht. Genau das. Und es ist wichtig. Es gehört zum Leben dazu. So, wenn es bei Ihnen ausschaut, ich habe einen Mörderhunger. 19 bis 21 Uhr, Sie wissen eh, hat das Restaurant unten geöffnet. Also entweder Sie nehmen das jetzt mit oder wir machen morgen in der Früh weiter. So, mal schauen, ob wir die 2 Euro da einstecken haben. Jawohl. Einmal und zweimal, das ist hier.
Wir haben vorher die ganze Zeit über die Vergangenheit gesprochen, aber über was wir nicht gesprochen haben, ist die Zukunft. Machen Sie das oft? Denken Sie oft an die Zukunft? Ja, schon. Ja? Und wenn Sie an die Zukunft denken, sind das Gedanken, die förderlich sind für das, was Sie jetzt gerade tun? Oder würden Sie eher sagen, dass diese Gedanken Sie behindern? Behindern. Sehen Sie? Deswegen wollte ich das nochmal ansprechen. Das habe ich nämlich vorher vergessen zu erklären. Wenn Sie in der Zukunft leben, ist es in Wirklichkeit fast dasselbe, wenn Sie in der Vergangenheit leben. Fast dasselbe. Den einen Unterschied, dass Sie den Schmerz selbst erschaffen. Wenn Sie in der Vergangenheit leben, dann tun Sie ja den Schmerz, der mal passiert ist, sich immer wieder vor Augen führen. Aber er ist mal passiert, der Schmerz. Und wenn Sie in der Zukunft leben, dann erschaffen Sie was, was gar nicht da ist. Sie erschaffen diesen Schmerz. Der ist noch gar nicht da. Das ist eigentlich das Perverse. Und wenn Sie in der Zukunft leben, passiert noch was anderes, nämlich, dass Sie auch ständig Angst haben. Ist eh klar, ja, weil Zukunft ist ungewiss und Ungewissheit erzeugt logischerweise Angst. Und die Zukunft, wenn Sie in der Zukunft leben, dann lenkt Sie das natürlich auch von den Dingen ab im Hier und Jetzt. Ja, also Sie können sich nicht im Hier und Jetzt konzentrieren, ist auch logisch. Und viele Menschen leben halt nicht nur in der Vergangenheit, sondern auch eben in der Zukunft. Es gibt jene, die in der Vergangenheit leben und welche, die in der Zukunft leben. Das Ding ist nur, dass ich nicht davon spreche, dass man nicht an der Zukunft arbeiten soll. Das ist ja wieder was anderes. Ich kann an der Zukunft arbeiten, also ich kann auf die Zukunft hinarbeiten oder ich kann an die Zukunft denken. Das sind ja zwei verschiedene Paar Schuhe. Ich spreche davon, dass man permanent an die Zukunft denkt. Nur das bringt halt nichts, weil die Musik spielt in der Gegenwart. Um die Zukunft zur Realität werden lassen zu können, muss ich in der Gegenwart tun. Die Menschen kommen nicht ins Handeln. Die träumen, planen und machen alles Mögliche in der Zukunft, aber leben nicht in der Gegenwart. Man muss aber in der Gegenwart leben. Ja? Wie oft höre ich von irgendwelchen Menschen, die irgendwelche Pläne haben, ich spreche nicht von Zielen, ich spreche von Pläne, und zeigen mir ihren ganzen Lebensplan. Ja? Die zeigen mir dann den vollgeschmierten Kalender, dann die Pläne, wann sie wie viele Kinder haben möchten, wohin sie auswandern möchten. Die wissen alles ganz genau, wann und wo sie ihr Haus bauen wollen oder kaufen wollen. Das ganze Leben soll bei denen nach Plan verlaufen. Und verstehen Sie mich nicht falsch, ich sage nicht, dass es nicht planen sollen. Es ist wichtig, eine Struktur in sein Leben reinzubringen. Aber das Leben ist nicht planbar. Es kann nicht nach Plan verlaufen, das Leben. Weil stellen Sie sich vor, Sie wollen jetzt Kinder, ja, in 3 Jahren. Wer sagt denn überhaupt, dass Sie Kinder bekommen können? Vielleicht sind Sie unfruchtbar. Oder vielleicht haben Sie zu dem Zeitpunkt gar keinen Partner mehr. Oder vielleicht haben Sie einen Partner, der auch seine Meinung geändert hat und keine Kinder mehr will. Was machen Sie denn dann? Oder wenn Sie auswandern wollen, vielleicht verlieben Sie sich in irgendjemanden unsterblich und der will nicht auswandern. Ich sage immer, beeinflussen Sie das, was Sie beeinflussen können und machen Sie sich keine Gedanken über das, was Sie nicht beeinflussen können. Das ist eigentlich meine Devise. Und viele Menschen haben auch ständig irgendwelche Ideen. Das ist, glaube ich, einer der häufigsten Anfragen oder Nachrichten, die ich bekomme. Oskar, ich habe eine Idee, lass uns zusammensetzen. Eine Idee allein ist nichts wert. In der Idee muss ich Zeit investieren, ich muss Geld investieren, ich muss Arbeit investieren und ich muss weitere Ideen investieren, damit eine Idee überhaupt zur Realität werden kann. Und dann weiß ich ja nicht einmal, ob es funktioniert. Ich brauche von niemandem eine Idee. Ich setze mich ans Fenster, schaue eine halbe Stunde raus, mir fallen auf der Stelle 2, 3 neue Geschäftsideen ein. Eine Idee alleine ist nichts wert. Und Sie erklären mir immer, was Sie alles haben wollen. Aber was glauben Sie denn, was die meisten dann tun in der Gegenwart, der aktuellen Zeit, damit diese Idee überhaupt eventuell wahr werden kann? Nichts. Gar nichts. Und genau das ist der springende Punkt. Ideen haben und reden und planen und träumen, das ist alles wunderschön. Aber es bringt es ja nicht weiter. Viele sind Tagträumer. Ich nenne sie auch Träumer, weil an Träumen tut man arbeiten. Und Träumer haben keine Träume, sondern Halluzinationen. An Träumen muss man arbeiten. Die passieren nicht von alleine. Ihnen bringt die beste Idee nichts und der beste Plan nichts, wenn der nur in ihrem Kopf existiert. Oder von mir aus auf einer Skizze auf Papier. Was bringt das? Das bringt überhaupt nichts. Sie müssen daran arbeiten. In der ganzen Geschichte der Menschheit sind die meisten Dinge, die wir heute haben, ja, wahrscheinlich auch der Kö, Ideen von anderen Menschen. Ideen, die in anderen Köpfen geboren worden sind. Die meisten davon.
Träumer haben die Ideen und Macher sind hergekommen, haben die Ideen verwirklicht. Jemand anderer ist gekommen und hat die Idee zur Realität werden lassen. Das ist, was die Menschen nicht verstehen. Sie leben in der Vergangenheit. Nur, ich habe es eh schon gesagt, in der Vergangenheit leben bringt nichts. Es bringt nichts, sich zu fragen, was hätte es sein können. Passiert ist passiert. Abhaken. Und in der Zukunft leben oder in der Zukunft mit seinen Gedanken herumschwirren, bringt genauso wenig was, weil wenn ich mich die ganze Zeit frage, was könnte sein, bringt es genauso wenig irgendjemandem was, weil ich in Angst dann lebe. Was man allerdings tun kann, ist die Zukunft beeinflussen. Und dafür muss ich aber in der Gegenwart leben. Und nicht nur in der Gegenwart leben, sondern ich muss auch die Dinge tun, die notwendig sind, damit die Zukunft überhaupt zur Realität werden kann. Der Moment ist das, was ich genießen sollte. Die Menschen sollten im Moment leben. Ich lebe immer im Moment. Die meisten bereuen später, dass sie viele Dinge nicht gemacht haben. Weil ich habe es eh schon mal gesagt, es sind ja immer oder meistens die Dinge, die man nicht getan hat, die man bereut und nicht die Dinge, die man getan hat. Und die meisten kommen eben dann drauf, wenn es zu spät ist, dass sie was ändern sollen oder dass sie im Moment leben. Wenn ich mit jemandem zum Beispiel ein persönliches Gespräch habe, dann hatte ich das Gespräch nicht, nur weil irgendein Termin ansteht. Wenn es ein wirklich gutes Gespräch ist und ich genieße dieses Gespräch mit dieser Person, dann führe ich das Gespräch bis zum Ende, auch wenn der Termin ansteht. Weil ich weiß ja noch gar nichts über den Termin. Ich weiß nicht, kommt die Person, der Gegenüber, überhaupt zu dem Termin? Wird der Termin kurzfristig abgesagt oder gefällt mir vielleicht der Termin überhaupt nicht? Das weiß ich ja nicht, weil es in der Zukunft liegt. Aber eines weiß ich, das Gespräch jetzt, das gefällt mir. Und deswegen führe ich das auch zu Ende. Deswegen lebe ich im Moment und man sollte auch im Moment leben. Das ist der Punkt. So, die weiße Kugel ist, glaube ich, auf der anderen Seite. Genau. Kennst du die Spielregeln? Nehm schon an, ne? Okay. So funktioniert's. Die Menschen spülen ihre Zeit im Klo runter. Viele verbringen deswegen den ganzen Tag auf Social Media, weil ihre Zeit nichts wert ist. Ich glaube, das ist vielen gar nicht bewusst, wie viel Zeit sie eigentlich ihrem Handy schenken. Ich weiß nicht, ob Sie das schon mal gemacht haben, aber lassen Sie sich mal die Bildschirmzeit bei Ihrem Handy ausgeben. Es gibt ja dieses Feature, ne? Dass Sie sehen, welche App verwenden Sie wie viele Minuten am Tag. Und da gibt es sicher Menschen, die 2 Stunden bei WhatsApp haben, 3 Stunden bei Instagram und so weiter. Und ich glaube, dass es denen gar nicht bewusst ist, weil ich bekomme das selber mit. Bei Geschäftsterminen, wo es um wichtige Dinge geht. Die checken alle 10, 15 Minuten ihre Nachrichten. WhatsApp, Mail, Instagram, Facebook. In Wirklichkeit genau in dieser Reihenfolge. Die checken die ganze Zeit, weil sie süchtig sind. Das hat mit Normalität nichts zu tun. Die sind süchtig. In Wirklichkeit bräuchten viele eine digitale Detox-Kur. Das ist das, was viele bräuchten. Nicht falsch verstehen, ich möchte Social Media nicht schlecht machen. Nur wie damit umgegangen wird, das ist halt nicht optimal. Definitiv nicht. Wissen Sie, was die Social Media Welt in Wirklichkeit ist? Es ist eine digitale Welt, wo es keine Fehler gibt. So wie die Matrix. Es ist in Wirklichkeit die perfekte Welt, die wir uns alle wünschen. Das ist Social Media in Wirklichkeit. Es ist die perfekte Welt, wo wir ein glückliches Leben vortäuschen. Wo wir alle, ja, sind, was wir gerne sein wollen. Unternehmer, Investor, Mentor, Experte, bla 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 bla. Das sind wir in dieser perfekten Welt. Das heißt, wir haben uns in Wirklichkeit unsere eigene Fake-Welt erschaffen, die in Wirklichkeit kaum noch von der realen Welt zu unterscheiden ist. Das haben wir uns erschaffen. Und ich glaube, dass bei Social Media viele Zuflucht suchen. Sie suchen nach Vorbildern, sie suchen nach Menschen, die das Leben führen, das sie gerne leben würden. Und sie suchen auch nach Perfektion, sie suchen nach
perfekten Menschen ohne Fehler. Das ist das, was, glaube ich, viele suchen. Was die Menschen aber nicht verstehen, ist, dass diese Art von Konsum sie eigentlich daran hindert, das Leben zu führen, dem sie nachjagen, das sie gerne hätten. Das ist, was die Menschen nicht verstehen bei der ganzen Sache. Es ist eine Sucht und die kommt halt mit leisen Schritten. Und ohne, dass man bemerkt, ist sie da. Es ist wie beim Rauchen, es ist ganz genau dasselbe. Der Raucher sagt ja auch am Anfang, ich habe alles im Griff, ich kann jederzeit aufhören zum Rauchen. Und ohne, dass es bemerkt, relativ rasch ist er süchtig, ist er abhängig. Und das sind heute viele. Viele sind Likeaholiker. Was hat man denn dann früher gemacht? Ja, was hat man gemacht, wo es noch keine Handys gegeben hat? Ganz einfach. Menschen haben sich mit anderen Menschen getroffen. Draußen, in der echten Welt. Ja, ich kenne Welt ohne Handy. Mein erstes Handy habe ich gehabt, da war ich, keine Ahnung, 14, 15, sowas herum. Ja, man hat sich was ausgemacht, da hat man sich getroffen. Man ist draußen spazieren gegangen, hat Dinge unternommen, ist in die Natur rausgegangen, keine Ahnung, hat irgendwelche Dinge gemeinsam gemacht in der echten Welt. Und genau das ist auch irgendwo die Schattenseite von Social Media. Weil Social Media ist in Wirklichkeit mehr Media und weniger Social. Ja. Das, was bei Social Media nämlich leicht übersehen wird, ist der Mensch hinter dem Profil. Was da passiert, ist eine Art von Entmenschlichung. Wissen Sie, der Durchschnitts-Social-Media-User hat angeblich 350 Freunde. Und ich sage Ihnen, 349 davon würden Sie wahrscheinlich in der echten Welt gar nicht mal grüßen. In der realen Welt könnten Sie auch keine 350 echte Freunde haben. Das geht gar nicht, könnten Sie gar nicht managen. Unser Hirn ist nicht darauf ausgelegt. Im echten Leben haben Sie maximal eine Handvoll Freunde, eine Handvoll guter Freunde und noch ein paar Durchschnittsfreunde, aber doch keine 350. Die Freundschaften im Internet, das ist etwas Oberflächliches, was man sammelt. Weil viele sehen auch tatsächlich nur diesen Counter, also die Zahl, wie viele Freunde hat man eigentlich. Das ist eigentlich das, was es ist, man sammelt es. Weil Freunde im Internet finden sich einfach, die sind ja nur einen Klick entfernt. Es ist unverbindlicher, eine Beziehung im Internet aufzubauen, als im echten Leben. Im echten Leben muss ich Kontakte pflegen. Im Internet mache ich einfach einen Klick und der ist aus der Freundesliste draußen, ganz einfach. Oder ich füge ihn zur Freundesliste hinzu. Geht ganz einfach, ist easy. So etwas wie Verlässlichkeit, Ehrlichkeit, Offenheit, das sind alles Dinge, die heute, ja, auf die eigentlich kaum noch Wert gelegt werden in Wirklichkeit. Echte Freundschaften brauchen echte Begegnungen. Das geht nicht anders. Und das ist auch extrem wichtig für uns. Wir brauchen soziale Kontakte, damit wir ein glücklicheres und längeres Leben führen können. Das ist bewiesen. Der Mensch ist ein Herdentier und kein Einzelgänger. Wissen Sie, für was ich Social Media wirklich einsetzen sollte? Um Freundschaften zu festigen, um sie zu pflegen und nicht um oberflächliche Freundschaften aufzubauen. Das bringt Ihnen nichts. Also, wenn man seine Sucht bekämpfen will, dann sollte man das Handy auf jeden Fall mal zu Hause lassen. Einfach mal ohne Handy weggehen. Fliegen Sie irgendwo hin ohne Handy. Ob Sie es glauben oder nicht, das geht. Natürlich werden Sie am Anfang, ich weiß nicht, Entzugserscheinungen wahrscheinlich haben, weil Sie den ganzen Tag dran denken, wer hat mir eine Nachricht geschrieben, wie ist der neue Post angekommen, wie viele Likes habe ich bekommen und so weiter. Ja, weil das ist deswegen wichtig für Sie, weil Sie die Aufmerksamkeit wollen. Sie wollen die Aufmerksamkeit von einem anderen Menschen. Deswegen ist Ihnen das wichtig. Das ist bei vielen so. Sie brauchen jetzt nur mal dran denken, wie das früher bei Ihren Eltern war. Sie haben alles gemacht, damit Ihnen die Eltern die Aufmerksamkeit schenken oder die Freunde die Aufmerksamkeit schenken. Das ist das, was wir Menschen wollen. Wir wollen die Aufmerksamkeit. Jeder Mensch sucht die ganze Zeit Motivation. Verstehe ich nicht, weil der Hahn kräht ja auch in der Früh, ohne dass er motiviert wird, oder? Motivation muss von innen kommen. Motivation von außen funktioniert nicht, hält auch nur eine ganz kurze Zeit. Wenn man Motivation von außen braucht, dann brauche ich sie permanent. Das ist so wie der Zuckerkranke, der jeden Tag seine Insulindosis braucht. Ganz genau dasselbe.
Ja, viele gehen ja auf diese Motivationsseminare, brennen dann ein paar Tage. Und was ist danach? Alles wie vorher. Danach ist der Alltag, der wieder einkehrt, und alles ist wie vorher. Jeder Zweite nennt sich ja heute Motivationstrainer. Ich halte halt nicht viel davon, weil die wenigsten leben auch das, was sie der anderen vorgeben. Das ist der Grund, warum ich nicht so viel von diesen ganzen Trainern halte. Ich kenne ja manche Motivationstrainer, einige Bekannte in der Branche. So, wenn du da mal eine E-Mail bekommst, wo drin steht, Oskar, ich bin zurzeit so frustriert und demotiviert, da kann ich nichts mehr dazu sagen, ehrlich. Da kenne ich mich aus. Ich meine, da ist alles klar. Das Ding ist, die Motivation, die die Menschen auf solchen Seminaren suchen, ist nicht die, die sie eigentlich brauchen. Das ist der Punkt. Was glauben Sie, was ich täglich für Nachrichten bekomme von Menschen, die sich für die Motivation bei mir bedanken? Ich meine, ist eh nicht, keine Frage. Ich will aber niemanden motivieren, das ist nicht mein Motiv, weil eben Motivation von innen kommen muss. Motivation kann aber nur entstehen, wenn ich tue, wenn ich vor allem auch das Richtige tue. Und wenn ich ständig demotiviert bin, dann gibt es irgendwelche Dinge in meinem Leben, die eben dafür verantwortlich sind, warum ich demotiviert bin. Das kann alles Mögliche sein. Ja, das kann ein Mensch sein, der mich runterzieht. Das können irgendwelche Dinge sein, die mir Energie rauben. Das kann die Arbeit sein, die mir keinen Spaß macht. Muss ich herausfinden, keine Ahnung. Es geht mich zwar nichts an, aber was schreiben diese Leute dann so? Naja, teilweise ganze Romane. Kein Witz. Ne? Manche schreiben mir so viel, da könnten sie A4 Seiten damit füllen. Was soll ich denen antworten? Weil um Nachrichten lesen zu können, braucht man Zeit. Diese Zeit muss man sich nehmen. Und dafür ist mir meine Zeit zu schade. Warum? Weil die Realität ist, dass 90% der Nachrichten von Träumern kommen. Und in drei Viertel der Nachricht geht es sowieso einmal nur um die ganze Lebensgeschichte. Und der Rest sind dann die Träume. Die Träume, die lauten immer gleich, ich habe ganz große Ideen, ich will die Welt verbessern, bla bla bla. Aber drei Viertel der Nachricht, da geht es um die Lebensgeschichte, was sie nicht alles durchgemacht haben und wie schwer sie es nicht in ihrem Leben gehabt haben. Soll ich Ihnen was sagen? Die Menschen haben keine Ahnung, was durchmachen bedeutet. Auch ich weiß es nicht. Wissen Sie, was durchmachen bedeutet? Durchmachen heißt, wenn man als 18-Jähriger seine Frau und seine zwei Kinder zurücklässt und dann gemeinsam mit seinen Freunden in den Ersten Weltkrieg zieht, nach dem Krieg als einziger Überlebender zurückkommt, 10 Jahre später dann eines der beiden Kinder beim Schulausflug ertrinkt und wiederum 10 Jahre später in den Zweiten Weltkrieg muss und dort von der russischen Armee gefangen genommen wird und während seine Frau zu Hause vergewaltigt wird, dann dort aus dem Gefängnis ausbricht, zu Fuß im tiefsten Winter von Russland nach Österreich marschiert, nach dem Krieg sich dann dazu entschließt, ein Sägewerk zu eröffnen, 5 Jahre später dann eine Finanzstrafe wegen einer Lächerlichkeit, einer Lappalie in der Höhe von umgerechnet 1 Million Euro verhängt bekommt und 10 Jahre später, nachdem man dann den letzten Cent zurückbezahlt hat, aufgrund der Gefangenschaft eben dann stirbt. Das bedeutet durchmachen. Und das, was ich Ihnen jetzt gerade erzählt habe, ist eine wahre Geschichte. Das war mein Urgroßvater. Die Menschen wissen nicht, was es heißt, durch den Dreck zu gehen. Werden in der Schule vielleicht wegen Übergewicht gemobbt und dann sagen sie dann, ich habe so viel durchgemacht, ich bin so arm und die anderen sind alle dran schuld, dass ich mein Leben nicht auf die Reihe bekomme. Das Opfer nimmt sich selbst viel zu wichtig. Die meisten wollen einfach nur Aufmerksamkeit. Und deswegen habe ich meinem Team auch die Anweisung gegeben, sich eben nur auf die Menschen zu konzentrieren, die wirklich was verändern wollen. Ja? Und auch die Anfragen von den Unternehmen, die ernsthaftes Interesse haben zu wachsen. Für alles andere habe ich keine Zeit, weil die Träumer glauben, dass ich die Caritas bin oder dass ich der Glückskobold bin, dass ich die an die Hand nehme mit einem Goldkessel unterm Arm und dann sie über einen Regenbogen schleife. Ja? Das glaube ich, einige. Und für sowas, für solche Menschen verschwende ich keine Ressourcen, habe ich keine Zeit. Da empfehle ich wirklich, auf irgendwelche Motivationsseminare zu gehen, auf irgendwelche Predigerseminare, weil dann hört man nämlich genau das, was man will und nicht das, was man soll. Ja, sind dann 3 Tage dort am Wochenende. Was ist denn die Quintessenz nach die 3 Tage? Sie müssen positiv denken. Das ist die Quintessenz. Schauen Sie, das positive Denken alleine hilft Ihnen nicht weiter. Sie müssen auch das Richtige tun. Aber was soll man denn tun? Soll man Bücher lesen? Wie oder wo soll man denn anfangen? Können Sie einen Tipp geben? Naja, sehr viel hat auch mit Mindset zu tun. Aber ich spreche jetzt nicht vom theoretischen Mindset, sondern ich spreche wirklich von dem, was man lebt. Nur um das geht's. Weil ich sehe das ja tagtäglich, speziell auf Instagram. Instagram ist eine Träumerplattform. Tolle Sprüche, tolle Texte, die die Menschen da unter ihre Beiträge schreiben. Und auch ein brachiales Wissen, wie es theoretisch funktioniert. Aber praktisch wird nichts davon gelebt. Die können Erfolgssprüche zitieren, als wären sie der Zauberer von Oz. Ja, bestes Beispiel sind ja diese ganzen Trainer.
aber praktisch wird davon nichts umgesetzt. Lieber, ich lerne nicht so viel über Persönlichkeitsentwicklung und dafür gebe ich aber akribisch wirklich darauf Acht, dass ich mich eben entwickle und nicht nur weiß, wie es theoretisch funktioniert. Weil Persönlichkeitsentwicklung bedeutet nicht viel zu wissen, sondern was? Deine Persönlichkeit zu entwickeln. Ich sagte das Wort. Und das ist harte Arbeit. Das passiert nicht durch Bücher, sondern ich muss permanent an mir arbeiten. Ich muss arbeiten, damit das, was ich da lerne, auch in Fleisch und Blut übergehen kann. Anders funktioniert es nicht. Und die schnellste und effektivste Art der Persönlichkeitsentwicklung ist eben, wenn man einen Mentor an seiner Seite hat. Das sage ich eh immer wieder. Ich sage es ja auch nochmal. Sie können Bücher lesen bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag. Sie werden es alleine schwerer schaffen, definitiv. Es wird 100-mal schwerer sein, sich in seinem eigenen Umfeld eben so entwickelt, als wenn man jemanden an der Seite hat, der einen an der Hand nimmt und der einen hin und wieder mal vielleicht auch in den Allerwertesten tritt. Weil das braucht man hin und wieder mal. Und das ist das auch, was ich mache. Ich will niemanden motivieren, sondern von mir gibt es eins, einen Tritt in den Allerwertesten, der die Menschen wieder in die richtige Richtung katapultiert. Das gibt es von mir. Und wenn Sie eben so eine Person haben, dann werden Sie sehen, dass auch der Erfolg kommt, ohne dass Sie eben ständig Motivation von außen brauchen. Definitiv. Warum war Ihr Traumberuf damals DJ und nicht eher Lehrer? Das kam einfach für mich nicht in Frage. Ja? Außerdem bin ich kein Freund von dem, was in der Schule gelernt wird. Ich bin kein Freund vom Schulsystem, definitiv nicht. Und grundsätzlich glaube ich schon, dass ich ein guter Lehrer wäre, weil ich den Menschen, glaube ich, sehr viel geben könnte. Ja. Vor allem Praxis-Know-how, intensives Praxis-Know-how und nicht Theorie aus irgendwelchen Büchern, so wie die meisten. Das Ding ist halt nur, ich weiß nicht, ob die Menschen mit meiner direkten Art so leicht umgehen könnten. Das ist das Einzige, weil sie haben mich eh auch schon kennengelernt, ich bin ein sehr direkter Mensch und die Menschen möchten halt immer nur das hören, was sie hören wollen und nicht das, was sie hören sollen. Und damit hätten vielleicht dann einige Probleme. Ja, das ist vielleicht der Grund, warum ich als Lehrer nicht unbedingt in Frage käme oder der Beruf käme für mich deswegen jetzt nicht in Frage. Aber unabhängig davon nutzen die meisten Lehrer die Funktion als Autorität oder diesen Status als Autoritätsperson sowieso schamlos aus. Ja, weil, ich meine, bei den Kindern funktioniert das, keine Frage. Nur bei den Jugendlichen vielleicht auch noch zum Teil, aber dann später nicht mehr so. Und hin und wieder gibt es halt jemanden in diesem System, der auch das Ganze durchschaut. Und ich war so jemand, ich bin so jemand, der das ganze Autoritätsprinzip damals schon relativ schnell durchschaut hat. Ja, weil in der Realität sieht es ja so aus, dass man als Kind ja das gelernt bekommt, welchen Autoritätspersonen man sich gegenüber unterwerfen soll, ja? Welchen Autoritätspersonen man gegenüber gehorsam sein soll. Ja? Egal, ob es jetzt der Arzt ist, ob es der Polizist ist, der Lehrer ist, völlig egal. Der Richter, was auch immer. Das alles sind Menschen mit klaren Identitäten, denen wir uns eben unterordnen müssen. Ja? So haben wir es zumindest gelernt bekommen. So bekommen wir das alle gelernt. Das heißt, wir befolgen Anweisungen dieser Menschen, die eine gewisse Identität haben, ja? Die Autoritätspersonen, und bedenken aber dabei eine Sache nicht, nämlich, ist es überhaupt sinnvoll, jedem und allem zu vertrauen? Ja? Nur weil dieser Mensch eine gewisse Identität hat. Ist es sinnvoll, das dem allen zu folgen, einfach so, ohne zu denken? Nur weil die Identität etwas Bestimmtes vorgibt? Das ist die Frage. Man nimmt nämlich alles blind an, ohne selbst nachzudenken. Nur weil, weil die Menschen eine gewisse Identität zugewiesen bekommen. Ja, das geht dann sogar so weit, dass sobald die Anweisung kommt, dass man jemanden zum Beispiel jetzt die Todesspritze injiziert oder injizieren soll, dass man da
dabei gar keine Gedanken mehr hat, dass man das einfach nur mehr ausführt, weil es eben irgendwer gesagt hat. Ja, normalerweise müsste ich mir ja denken, hoppla, ich habe da jetzt wirklich jemanden umgebracht. Der ist durch meine Hand gestorben. Jemand anderer hat gesagt, mach es. Aber ich bin der, der es getan hat. Somit habe ich ja den umgebracht. Das wird einfach ausgeführt. Weil eine andere Person das angewiesen hat, weil eine andere Person das gesagt hat. Ja. Die hat eine Person, die den Stempel der Autorität erhalten hat, die hat das befohlen. Und wenn Sie jetzt mal drüber nachdenken, ist es ja nicht nur verrückt, sondern das ist verhaltensgestört. Das gleiche auch bei der Krankenschwester, die ja komplett gehorsam dem Arzt gegenüber ist. Und das macht, was der Arzt sagt und vielleicht innerlich mit sich zu kämpfen hat, weil sie eigentlich weiß, dass das nicht so das Wahre ist. Ja? Wie auch das Beispiel, was ich erwähnt habe. Ziehen Sie einen Schwerverbrecher einen weißen Kittel an und automatisch ist es eine Autoritätsperson. Ja? Eine Autoritätsperson mit einer gewissen Identität, ein Arzt. Das sind alles Symbole, die einen Menschen zu einer Autoritätsperson machen. Kleidung ist eine Autoritätsperson. Ja? Der weiße Kittel ist ein Autoritätssymbol, nämlich das des Doktors, die Uniform des Piloten, die Uniform des Polizisten. Sie sprechen mit einem Polizisten definitiv anders, wenn er keine Uniform hat, weil sie ihn auch ganz anders wahrnehmen. Schmuck, teure Autos, das sind auch Symbole, zwar Statussymbole, aber indirekt sind es Autoritätssymbole. Der Titel, das ist auch ein Autoritätssymbol. Ja, Sie sprechen mit einem Professor oder mit einem Doktor, sprechen Sie ganz anders als mit jemandem, der keinen Titel hat. Definitiv. Das sind alles Symbole, die verwendet werden, um jemand eine Identität zu geben. Oder um sich selbst auch eine Identität zu geben. Das ist ganz tief in uns verankert, die Autoritätshörigkeit, sage ich mal. Das ist ganz tief in uns verwurzelt. Wir bekommen von Geburt an schon gelernt, dass wir gehorsam sein sollen. Dass wir gehorsam den richtigen Menschen gegenüber sein sollen. Und wer nicht gehorsam ist, wird bestraft. Also gehorsam ist gut, ungehorsam wird bestraft. Und das geht schon seit Ewigkeiten so. Denken Sie einfach mal an die Geschichte von Adam und Eva. Gehorsam ist gut, ungehorsam wird bestraft mit dem Apfel die Geschichte. Das Autoritätsprinzip ist ja einerseits wichtig natürlich, um eine gewisse Struktur in unser System zu bringen. Keine Frage, aber auf der anderen Seite ist es eine Waffe. Und diese Waffe wird halt oft zweckentwendet und dafür missbraucht, eben seine eigenen Interessen durchzusetzen. Und genau deshalb sollte man auch immer selber denken und nicht einfach nur blind etwas machen, ja, oder übernehmen, nur weil das irgendwer gesagt hat oder irgendwer vorgibt, weil er eine bestimmte Identität hat. Man muss sich immer selbst die Frage stellen, ist das jetzt echte Autorität oder ist es vorgetäuschte Autorität? Das ist ein wichtiger Punkt. Was ist denn aber vor Gericht? Ein Richter ist ja quasi jemand, der das Gesetz vertritt. Wenn er was sagt, muss das doch der Wahrheit entsprechen, oder? Naja, solange der Richter ein Mensch ist, ist die Meinung von einem Richter natürlich immer zu einem gewissen Grad subjektiv, auch wenn sie objektiv sein sollte. Der Richter ist ein Mensch und eben kein Roboter. Er vertritt zwar das Gesetz, das heißt aber jetzt nicht, dass ich den Richter jetzt blind vertrauen soll und alles, was der Richter sagt und was der Richter macht, ist deswegen zu 100% richtig und entspricht zu 100% der Wahrheit. Er tut das, was er tut, hoffentlich mit bestem Wissen und Gewissen, aber schlussendlich macht ihm ja auch nur die Kutte zum Richter. Und unabhängig davon haben Sie gegen den Arm des Gesetzes sowieso keine Chance. Sind Sie machtlos, egal ob Sie dem Richter vertrauen oder nicht vertrauen. Ich sage mal so, wenn man sich mit der Identität, die man verliehen bekommen hat, auch zu 100% identifizieren kann, ja, warum dann nicht? Weil viele Menschen haben ja gar keine eigene Identität. Weder eine, die sie verliehen bekommen haben, noch eine, die sie sich selbst gegeben haben. Weil es gibt ja in Wirklichkeit zwei Wege, um eine Identität zu bekommen. Also entweder ich bekomme eine Identität von anderen zugewiesen, ja, wie zum Beispiel der Oscar, das Marketing-Phantom, ja, Fritz, der Alkoholiker oder Susi, die Dorfmatratze, ja, oder zum Beispiel Stefan, der Business Angel. Und das sind Identitäten, die man durch andere verliehen bekommen hat. Und dann gibt es eben Identitäten, die man sich selber zuweist. Ja. Und da gibt es natürlich auch einen Unterschied zwischen der Identität, die man gerne hätte, die man sich wünscht, und der Identität, die Menschen auch annehmen. Weil wenn ich mich selbst als Unternehmer bezeichne und die Menschen mich aber gar nicht so wahrnehmen, wie zum Beispiel das, was ich tue, eben nicht dem entspricht, was ich sage oder die Ergebnisse einfach nicht passen. Ja? Irgendwas widerspricht sich. Da kann ich mir wünschen, was ich will. Die Leute werden meine Identität eben nicht annehmen. Ja? Und ich sehe das ja auch jeden Tag auf den Social-Media-Kanälen,
auf den Social Media Profilen, Unternehmer, Entrepreneur, was weiß ich, Founder, das sind alles Identitäten, wie man gerne wahrgenommen werden würde. Aber tatsächlich, ja, wird man eben nicht so wahrgenommen, weil die Worte und die Taten halt nicht übereinstimmen. Und ich denke halt, dass Menschen einfach ja, nicht wissen, wer sie sind und wohin sie überhaupt wollen. Und ständig auch auf der Suche nach sich selbst sind, ja, nach der Selbstfindung. Das nimmt auch immer mehr und mehr zu, was ich so beobachte. Selbstfindung hat aber etwas mit Zielen zu tun, die man festlegt. Fragen Sie sich doch selber mal, wer bin ich denn überhaupt? Wer kann ich sein? Wer möchte ich sein? Was kann ich? Wohin will ich? Ja, und wie möchte ich wahrgenommen werden? Das sind wichtige Fragen, die sollte man sich stellen. Und auf diese Fragen sollte man auch die richtige Antwort suchen. Findet man dann die richtige Antwort beim Reisen? Also ich sage zwar immer, Reisen ist gut und Reisen ist auch wichtig, damit man eben neue Ideen sammeln kann. Manche verstehen das, glaube ich, ein bisschen falsch oder möchten das vielleicht falsch verstehen. Die gehen dann auf irgendwelche spirituellen Selbstfindungsseminare, trampen in der Weltgeschichte herum, pfeifen sich dann in irgendwelchen Urwäldern irgendwelche Pilze in die Birne und das alles nur, um sich selbst zu finden. Ja. Um die Antworten auf solche Fragen zu bekommen, muss ich nicht in den Dschungel reisen. Definitiv nicht. Selbstfindung ist in Wirklichkeit nichts anderes, als herauszufinden, wer man ist und wohin man will. Wie machen Sie das eigentlich jetzt oben? Nehmen Sie die Kamera mit, die GoPro? Oder? Ich meine, mit der großen Kamera wird das nicht funktionieren, schätze ich mal, oder? Also Angst zu haben ist völlig normal und es ist auch völlig okay, solange wir uns dieser Angst auch stellen. Das ist wichtig. Und meiner Angst habe ich mich heute eben gestellt, der Höhenangst. Und ich stelle mich dieser Angst immer wieder. Das ist auch wichtig, weil die Angst tut einem ja nichts, weil sie ja gar nicht existiert. Angst existiert ja nur in unserem Kopf. Und wenn wir uns aber unserer Angst nicht stellen, wissen Sie, was dann passiert? Dann nistet sich diese Angst ein und pflanzt sich da oben fort und produziert neue Ängste. Und diese Ängste, die blockieren uns dann. Die hindern uns in Wirklichkeit dann das Leben zu führen, das wir eigentlich führen wollen. Deswegen müssen wir uns diesen Ängsten stellen. Wir müssen unsere Ängste kennenlernen und sie bezwingen. Und deswegen mache ich das immer wieder. Weil den Ursprung, den Samen der Angst, ja der aus, in Wirklichkeit wurde uns ja der schon in der Kindheit gesetzt, der Samen. Weil wir wurden ja alle mehr oder weniger gleich erzogen, nämlich nach dem Bestrafungsmodell. Das heißt, wenn wir dies nicht richtig gemacht haben und das nicht richtig gemacht haben und jenes nicht richtig gemacht haben, dann wurden wir was? Dann wurden wir bestraft. Und Strafe erzeugt Schmerz. Und genau vor diesem Schmerz haben wir ja Angst. Und in Wirklichkeit haben die meisten Menschen, die Ängste haben, Persönlichkeitsstörungen. Viele Ängste gehen mit psychischen Störungen einher. Ich meine, es gibt auch eine andere Seite. Es gibt auch eine gute Angst, sozusagen. Also, das ist dann die Angst, die uns schützt, die überlebenswichtig ist. Ja, eine Angst, die eben die Aufgabe hat, uns davor zu schützen, dass wir eben unser Leben nicht aufs Spiel setzen oder die Gesundheit nicht aufs Spiel setzen. Und dann gibt es auch die andere Angst, die lähmende Angst. Es ist die Angst, die uns in Wirklichkeit daran hindert, das Leben führen zu können, das wir führen möchten. Wovon ich jetzt gerade hier spreche, ist gesunde Angst und krankhafte Angst. Das sind zwei verschiedene Ängste. Gesunde Angst ist,
wenn wir zum Beispiel am Abgrund stehen und runterschauen und nicht weitergehen. Warum gehen sie nicht weiter? Weil die Angst sie daran hindert, weiterzugehen. Und diese Angst hat in Wirklichkeit unserer Spezies und allen anderen Spezien das Überleben gesichert. Ohne diese Angst wären wir heute nicht hier. Diese Angst ist gut, ist wichtig. Weil es ist ja nicht die Logik, die dem Tier sagt, geh nicht weiter, sondern es ist die Angst, die das Tier daran hindert, weiterzugehen. Und die gesunde Angst, die treibt uns auch an. Weil wenn wir jetzt zum Beispiel Angst haben, ein Spiel zu verlieren, was machen wir dann? Wir üben dafür. Wenn wir Angst haben vor einer Prüfung, was machen wir? Wir lernen dafür. Das heißt, die gesunde Angst ist auch ein Treiber. Gesunde Angst ist gut. Nicht so die krankhafte Angst. Bei der krankhaften Angst ist was anderes. Eine krankhafte Angst ist wie ein Virus. Das ist die Angst, die uns in Wahrheit daran hindert, wir selbst zu sein. Weil wenn wir nämlich Angst haben, geben wir die Kontrolle ab. Und das bedeutet wiederum, dass wir kontrolliert werden. Funktioniert beim Tier, funktioniert beim Mensch gleichermaßen. Das heißt, entweder ich kontrolliere meine Ängste oder meine Ängste kontrollieren mich. Bis ich dann irgendwann Angst vor der Angst habe. Sowas gibt es auch. Und wissen Sie, wovor die meisten Menschen am meisten Angst haben? Es sind Existenzängste. Die meisten Menschen haben Existenzängste und das verstehe ich sowieso nicht. Gerade in einem Land wie Österreich oder Deutschland. Was soll denn passieren? Sie werden vom System aufgefangen. Sie können nichts verlieren. Soll ich noch was sagen? Verloren haben sie schon. Sie können nur gewinnen. Und deswegen sind es absolut perverse Gedanken. Darf ich Sie etwas Privates fragen? Warum fragen Sie denn, ob Sie fragen dürfen? Fragen können Sie jeden und alles, zu jeder Zeit. Sie können immer Frage stellen, wann Sie wollen. Ob Sie natürlich auch die Antwort bekommen, die Sie wollen, ist eine andere Sache, weil die Antwort hängt von Ihrer Frage ab. Immer. Es hängt nur davon ab, wie Sie die Frage stellen. Weil im Leben, wenn Sie gute Antworten haben wollen, müssen Sie gute Fragen stellen. Ich mache es nicht so schwer. Was wollen Sie denn wissen? Okay. Wie stehen Sie zum Thema Ehe? Viele kritisieren ja dieses Thema, weil beim Scheidungsfall einer der beiden Betroffenen vieles verliert. Oder wie sehen Sie das? Da haben Sie jetzt ein großes Fass aufgemacht. Weil das, was ich über die Ehe denke, das wird Ihnen wahrscheinlich nicht schmecken. Und das ist auch bestimmt was anderes als das, was Sie höchstwahrscheinlich bis jetzt von allen anderen gehört haben. Soll ich Ihnen was sagen, was die Ehe ist? Oder in Wirklichkeit fängt sie schon mit der Heirat an. Soll ich Ihnen was sagen, was dieses Bündnis ist? Es ist einer der größten Lügen der Menschheitsgeschichte. Das ist es. Ich sage jetzt nicht, dass die Ehe nicht funktioniert. Ja, die Ehe kann funktionieren und dann ist ja auch alles gut. Nur das Schlimme ist, wenn es dann zur Scheidung kommt. Weil die Scheidung ist wirtschaftlich gesehen eines der teuersten Dinge überhaupt. Und seelisch gesehen, psychisch gesehen, ist es einer der kräfteraubendsten Dinge, die es gibt auf dieser Welt. Und die Frage, wie Sie sie gestellt haben, ist reine Ansichtssache, nämlich ob man bei einer Scheidung vieles verliert. Natürlich verlieren Sie einiges, das ist keine Frage, aber die Menschen sehen immer nur das, was sie verlieren oder verloren haben. Aber alles im Leben ist eine Sache der Perspektive. Alles im Leben entspricht dem, wie ich es sehe, durch meine Augen. Ist das Glas hier halb voll oder ist es halb leer? Oder vielleicht weder noch. Vielleicht gibt es noch andere Perspektiven, Ebenen dahinter. Soll ich Ihnen was sagen? Es gibt hunderte Perspektiven, wie Sie dieses Glas hier betrachten können. Wir denken zwar zweidimensional, leben aber in einer dreidimensionalen Welt. Und deswegen gibt es x verschiedene Perspektiven, auch bei der Scheidung. Und ich persönlich suche mir immer die Perspektive aus, die mir am besten gefällt. Und das ist immer die positivste. Das heißt, es ist meiner Ansicht nach komplett verkehrt, wenn Sie daran denken, was Sie alles verlieren. Sondern die richtige Frage lautet, was gewinne ich denn dadurch? Was habe ich dadurch gewonnen? Weil bei einer Scheidung gewinnen Sie mehr, als Sie verlieren. Sie bekommen Ihre Freiheit zurück. Sie haben Ihre Freiheit zurückbekommen. Dafür haben Sie halt einen sehr hohen Preis bezahlt. Sie haben sehr viel verloren, das steht außer Frage, aber noch mehr gewonnen. Aber es hätte ja gar nicht so weit kommen müssen. Das ist der Punkt. Niemand von den beiden hätte jemals seine Freiheit aufgeben müssen. Beide haben das gemacht, weil sie in Wirklichkeit
wie Millionen anderer Menschen da draußen einer Kulturlüge zum Opfer gefallen sind. Wir sind einer Kulturlüge reingefallen. Die Kulturlüge, die wir uns seit Ewigkeiten gegenseitig schon verkaufen. Gehen Sie doch mal auf eine Hochzeit. Wissen Sie, was Sie dort sehen? Dort sind die Hälfte der Menschen schon mindestens einmal geschieden. Und der Rest, der noch verheiratet ist, kriegt es auch nicht übers ganze Gesicht. Glückliche Menschen schauen anders aus und gehen auch komplett anders miteinander um. Wissen Sie, die Ehe ist ein Versprechen. Und jedes Versprechen ist eine Selbstlüge, solange wir nicht die Zukunft vorhersagen können. Definitiv. Und auch das Versprechen, jemanden für immer zu lieben und für immer treu zu sein, das kann nicht mal für die nächsten 5 Minuten versprochen werden. Weil es existiert nichts anderes als der Moment, hier und jetzt. Jetzt im Moment ist es so. Jetzt im Moment bürge ich dafür. Aber solange ich keine Zukunft voraussagen kann, kann ich auch nicht voraussagen, was ich irgendwann mal für irgendjemanden später fühlen werde oder welche Neigungen ich haben werde. Wie denn? Ich will es zu 100%, jetzt, ja. Aber ich kann es nicht versprechen, weil wir natürlich einer permanenten Veränderung ausgesetzt sind. Das Leben verändert sich ständig, permanent. Und wer gegen diese Veränderung ist, ist gegen das Leben. Und alleine schon aus diesem Grund kann das Konzept der Ehe auf Dauer nicht funktionieren. Die Lüge der Ehe basiert in Wirklichkeit auf dem Vergleich, wie wenn jemand im Casino bei einem Automaten mal gewonnen hat und jetzt überglücklich ist. Und weil ja alle dasselbe wollen, machen auch alle dasselbe, nämlich auf diesen Automaten spielen. Und was die Menschen aber nicht verstehen, ist eine Sache, dass 90% der Menschen, die auf diesen Automaten spielen, nicht gewinnen werden. Die Ehe ist ja, ja so das Ideal, das gesellschaftliche Ideal der Liebe, das höchste Ziel, das man in einer Beziehung erreichen kann. Und seit es den Menschen gibt, strebt der Mensch nur nach einer Sache, nach dem perfekten Leben, nach dem Glück. Aber das findet man nicht in der Ehe mit Kindern und allem drum und dran. Glück muss immer von innen kommen. Das kann durch äußere Umstände nicht zustande kommen. Ja? Und auch ich war so naiv und bin dem Glück jahrelang hinterhergelaufen, bis ich eine Sache verstanden habe, dass das Glück schon immer da war, vor meiner Nase. Ich muss nur finden oder sehen. Das heißt, die Ehe ist in Wirklichkeit nichts anderes als ein Deal. Ein Deal, ein Geschäft, wo sich beide Parteien gegenseitige Vorteile erhoffen. Und dieser Deal basiert auf Angst. Wir haben Angst. Angst vom Alleinsein, Angst, den anderen zu verlieren, Angst, gewisse Dinge selbst nicht zu schaffen, Angst davor, einen fremden Menschen anzusprechen, weil den könnten wir kennenlernen, Angst, für den anderen nicht mehr attraktiv zu sein, Angst, alleine zu wohnen und so weiter. Das heißt, die Ehe ist in Wirklichkeit nichts anderes als ein Deal. Eine Exklusivvereinbarung. Eine Exklusivvereinbarung mit haufenweise Bedingungen und Sonderklauseln. Das ist es, wenn man es auf den Punkt bringt. Also sagen Sie, wenn man verheiratet ist, ist man nicht mehr frei. Oder wie genau meinen Sie das jetzt? Ja, mit einer Vereinbarung beschränkt man nicht nur Dinge und setzt auch nicht nur die Regeln fest, was erlaubt ist und was nicht erlaubt ist, sondern mit einer Vereinbarung sichert man sich ja auch immer Dinge. Und das, was man sich sichert, ist die Freiheit des anderen. Das ist das, was ich mit Freiheit gemeint habe. Weil allein schon der Gedanke, du gehörst jetzt mir, oder der Spruch für immer dein, der kann nicht funktionieren. Das ist gegen das Leben gerichtet. Sie gehören doch niemandem. Niemand da draußen kann irgendjemanden besitzen. Wir können keine Menschen besitzen. Und außerdem besteht das Leben nicht aus Festhalten, sondern aus Loslassen. Nur wenn Sie loslassen können, haben Sie die Chance, wirklich glücklich zu werden. Soll ich Ihnen was sagen, was die meisten Menschen da draußen, die eine Ehe führen oder die verheiratet sind, führen? Ein Geschäft, das rote Zahlen schreibt. Im Bett läuft nichts mehr, der eine geht den anderen nur mehr auf die Nerven, der gemeinsame Spaß, den gibt es sowieso schon lange nicht mehr. Ja, und jeder lebt eben in diesem gemeinsamen Bündnis sein eigenes Leben. Und was die Leute dann machten, ist flüchten. Das heißt, um dieses Leid ertragen zu können, flüchten Sie sich in Ablenkungen, Karriere, Beruf, Kindererziehung, irgendwelche Hobbys, die man sich dann sucht, irgendwas, damit man eben abgelenkt ist, um sich nicht mehr miteinander beschäftigen zu müssen. Und eine Umfrage, die ich gelesen habe, hat ergeben, dass wenn Sie geschiedene Paare fragen, was sie damals bei der Heirat für Gefühle hatten, dann haben alle oder viele davon bestätigt, dass sie Zweifel hatten damals.
Und wissen Sie, was Zweifeln bedeutet? Jeder Zweifel, den Sie bezüglich der Heirat haben, ist ein klares Nein. Und es hat übrigens auch keinen Sinn, zu einer Eheberatung zu gehen, weil wann geht man dorthin? Wenn es zu spät ist. Da ist das Kind schon längst im Brunnen gefallen. Wenn Sie Porzellan, was zerbrochen ist, einmal kleben, dann sieht es nie wieder so aus wie vorher. Man muss loslassen können im Leben. Und loslassen kann natürlich kurzfristig schmerzhaft sein, keine Frage, aber eben nur kurzfristig. Festhalten hingegen bedeutet kurzfristig keinen Schmerz, aber langfristig haben Sie Höllenqualen. Der Mensch tickt aber so. Er zieht es immer lieber vor, Schmerzen zu vermeiden, als Freude zu gewinnen. So sind wir einfach. Sie sind also kein Mensch, der auf eine Beziehung Wert legt, oder wie kann man das jetzt verstehen? Richtig. Auf eine Beziehung lege ich keinen Wert, sondern nur auf eine Partnerschaft. Die meisten Menschen da draußen führen Beziehungen. Eine Partnerschaft bedeutet, dass man sich auf Augenhöhe begegnet, ja? Dass man gemeinsam Hand in Hand geht. Eine Beziehung ist das Gegenteil. Und die meisten gehen eine Partnerschaft ein, weil sie ja auch irgendwas dadurch erhoffen. Die haben bestimmte Erwartungen. Ja? Sie erwarten sich jetzt zum Beispiel, dass die andere Person ihnen gute Gefühle vermittelt. Fakt ist aber, wenn ich mir im Leben was erwarte, dann ist die Wahrscheinlichkeit immer sehr hoch, dass ich auch enttäuscht werde. Weil das Gefühl der Enttäuschung kann immer nur dann aufkommen, wenn etwas wider der Erwartung passiert. Wenn ich nichts erwarte, kann ich enttäuscht werden. So einfach ist es. Und ich glaube auch, dass viele ein falsches Bild haben, was Liebe überhaupt ist und wie eine Partnerschaft aussehen soll. Die Menschen lesen irgendwelche Romane, schauen sich 50 Shades of Grey an und diesen ganzen Müll, sehen sich andere Menschen an, die ja ein vermeintlich perfektes Liebesleben führen und sehnen sich eben dann nach dieser makellosen Illusion. Und dann denken sie sich, Moment mal, warum führe ich denn nicht so ein Liebesleben? Irgendwas läuft da falsch bei mir. Und damit dieses fiktive Selbstbild produziert, das wiederum dazu führt, dass man beginnt, Dinge in Frage zu stellen. Ja, etwas, mit dem man vorher zufrieden war, ist plötzlich nicht mehr so gut. Und dann schauen wir uns in unserem Umfeld um, reden dann mit unseren Freunden. Ja, und die verkaufen uns natürlich dann, wie toll bei ihnen nicht alles läuft. Ja, und rund um uns wird Haus gebaut, Kinder in die Welt gesetzt und so weiter und so fort. Bei allen ist es dann so perfekt. Warum bei uns nicht? Warum bei mir nicht? Und was passiert dann? Dann fangen wir plötzlich an, uns zurückzuerinnern, wie es am Anfang war. Am Anfang war doch alles so toll, alles wunderschön. Nur am Anfang sind wir nicht wir selbst, ja, sondern wir stehen unter Rauscheinfluss. Das ist der einzige Rausch auf der Welt, wo sie keine Gefahr im Straßenverkehr sind. Nur dieser Rausch, der Liebesrausch, hat halt mit echter Liebe sehr, sehr wenig zu tun. Ja. Im Rauschzustand befindet sich der Mensch immer in Ekstase. Und beim Liebesrausch ist es ganz genau das Gleiche. Ja. Sie sehen nur die Dinge, die sie sehen wollen. Sie hören nur die Dinge, die sie hören wollen. Weil ihr Blick ja in Wirklichkeit durch eine rosarote Brille mit Dioptrienstärke 10 gefiltert wird. Ja. Und sämtliche Wörter, die in ihre Ohren gehen, die werden vorher von den, ich sage immer, kunstüberzogenen, pinkfarbigen Ohrenschützer gefiltert. So sieht's aus. Ja, das heißt, in dieser Zeit werden wir mit Hormonen komplett überflutet. Das sind wir nicht wir selbst. Und dadurch natürlich erleben wir am Anfang permanent diese magischen Momente, diese Freudenmomente. Ja, und plötzlich ist es dann halt irgendwann nicht mehr da. Und diesen Momenten fangen wir dann irgendwann mal an, hinterher zu laufen. Ja, dann versuchen wir, diese Momente auch künstlich zu erschaffen. Und danach beginnt natürlich die Abwärtsspirale. Aber es gibt immer einen Auslöser. Ja, es gibt immer einen Auslöser, der diese Kugel eben ins Rollen bringt. Wissen Sie, eine Partnerschaft ist Arbeit. Und wenn ich keine freien Ressourcen zur Verfügung habe, dann sollte ich auch keine Partnerschaft eingehen. Punkt aus. Weil am Anfang ist es ja nichts anderes als ein Balzgehabe. Ja? Jeder ist bereit, viel Arbeit zu investieren. Jeder zeigt sich von der besten Seite. Man unternimmt viel gemeinsam. Man lacht sehr viel gemeinsam. Man hat eben auch ein aufregendes Liebesleben. Und so weiter und so fort. Man achtet darauf, dass man keine Fehler macht. Man schaut auf seinen Körper, weil man den anderen gefallen will. Man geht respektvoll miteinander um. Und plötzlich fällt der Dopaminspiegel in den Keller. Und
man fängt dann an, all diese Dinge relativ schnell schleifen zu lassen. Ja, und das ist eben der fatale Fehler. Wir sehen das als selbstverständlich an. Was ich nämlich immer wieder beobachte, ist bei fast allen, dass der Respekt verloren geht. Ja, und wenn ich dann höre, wie die Menschen, die schon ein bisschen länger zusammen sind, miteinander reden und wie die auch miteinander umgehen, bin ich sprachlos. Okay, wie stehen Sie denn zu Kindern? Denken Sie, dass es wichtig ist, Kinder in die Welt zu setzen? Also zu Kindern stehe ich genauso, wie ich auch zu Menschen stehe. Kinder sind Menschen und zu Menschen stehe ich ganz gut. Ich finde es halt nur verwerflich, dass die meisten aus den falschen Gründen Kinder bekommen. Und die Wahrheit ist, dass die Menschen Leben auf die Welt setzen, obwohl sie nicht einmal ihr eigenes im Griff haben. Das heißt, das Kind hat von Anfang an ganz schlechte Karten. Es hat in Wirklichkeit von Anfang an fast keine Chance, erfolgreiches Leben führen zu können. Und der Kinderwunsch, den viele da draußen haben, der ist in Wirklichkeit nichts anderes als der Versuch, irgendwelche Löcher zu stopfen, sonst gar nichts. Mit einem Kind will man die kaputte Partnerschaft irgendwie retten. Man will vielleicht die schiefgelaufene Kindheit von einem selbst irgendwie wieder gut machen, weil das Kind soll ja Version 2.0 werden. Man will später im Alter nicht alleine sein. Man will jemanden haben, der einen später pflegt. Man will sein Vermögen vererben. Man will abgöttisch geliebt werden. Man will seinem Leben einen Sinn geben. Oder man will eine Garantie. Ja, speziell Frauen wollen ja oft ein Kind, weil sie sich Garantie erhoffen. Nämlich die Garantie, dass der Mann auch im Alter noch bei ihnen bleibt. Und all das und vieles mehr sind alles die falschen Gründe, warum man ein Kind bekommt. Und doch passiert es permanent. Nur niemand hat das Kind gefragt. Das Kind kommt auf die Welt und wird Anforderungen ausgesetzt, dass es nie und nimmer erfüllen kann. Das ist unmöglich. Und wissen Sie, was die Liebe zum Kind in Wirklichkeit für die Mutter ist? Ich meine, ich habe jetzt schon ein paar harte Sätze rausgeknallt, aber das, was ich Ihnen jetzt sage, ist so ziemlich der tiefgründigste und härteste Satz. Die Liebe einer Mutter zum Kind ist in Wahrheit, in den meisten Fällen zumindest, die Liebe zum Besitz. Weil, was will die Mutter? Die Mutter will abgöttisch geliebt werden, die will begehrt werden. Und zwar die ganze Zeit, bedingungslos. Doch schauen Sie mal ehrlich hin, objektiv, rein objektiv. Die meisten Menschen haben ja gar keine Freude an Kindern. Die meisten sind davon genervt. Die haben nur Freude an den eigenen Kindern. Und deshalb mit Liebe zu Kindern nichts zu tun, sondern viel eher mit der Liebe zum Besitz. Ich meine, dass jetzt keine Mutter und kein Vater der Welt hören will, das ist eh klar. Aber, tja, wahre Worte sind nun mal nie angenehm. Und das ist der Grund, warum angenehme Worte in den seltensten Fällen wahr sind. Und die Gesellschaft suggeriert uns das ja auch. Ja? Kinder machen glücklich. Weiß ich nicht. Aber schauen Sie doch mal Ihre Eltern an, ob das stimmt. Ich spreche jetzt nicht von Zufriedenheit, ich spreche von Glücklichsein. Und dem spreche ich. Der Punkt ist, damit das Kind überhaupt eine Chance hat in seinem Leben, muss man dem Kind was bieten können. Und dafür brauche ich Geld. Und Geld alleine ist aber zu wenig, weil wenn ich möchte, dass ich mit dem Kind auch eine enge Verbundenheit habe, dann brauche ich Zeit. Ein Kind kostet extrem viel Zeit und ich brauche auch Geld. Und darüber muss ich mir im Klaren sein, nämlich bevor ich das Kind erzeuge. Und darüber sind sich die wenigsten im Klaren, weil sie verantwortungslos und egoistisch sind, genau deshalb. Man hört ja immer wieder, dass soziale Medien auch als Beziehungskiller angesehen werden. Wie stehen Sie dazu? Nicht Social Media ist ein Beziehungskiller, sondern das, was daraus folgt, macht die Beziehung kaputt. Ich spreche von Eifersucht. Und die meisten Menschen sagen ja auch, dass sie nicht eifersüchtig sind, aber das ist eine Lüge, das ist eine glatte Lüge. Die meisten Menschen sind sehr wohl eifersüchtig, auch die, wo sagen, sie sind nicht eifersüchtig, weil die meisten Menschen ein Besitzdenken haben. Weil Eifersucht bedeutet, dass ich ja Angst habe, dass eine andere Person mir meinen Partner wegnimmt. Und wegnehmen kann man mir nur etwas, was ich besitze. Und deswegen muss ich das ja auch überall zeigen, dass man mit dem zusammen ist, mit dieser Person. Ja, damit der andere versteht, Finger weg, der ist weg vom Markt. Ja, er oder sie ist jetzt meins. Ja, ist nicht mehr zu haben. Und dafür wird eben Social Media genutzt. Weil da sehen es dann wirklich alle. Die Freunde, die Bekannten und natürlich auch die ganzen Leute, die wir nicht kennen. Da zeigt man dann eben, wie schön der gemeinsame Urlaub war, macht dann so Kuss-Selfies,
alle möglichen Dinge eben, damit es auch wirklich der letzte Depp vom kleinsten Dorf versteht. Und wenn dann beide auf Social Media auch etwas aktiver sind, weil sie es vielleicht auch beruflich nutzen, ist der Streit, der ist vorprogrammiert. Weil die Streitereien fangen in Wirklichkeit immer wegen der gleichen Sache an. Warum zeigst du nicht, dass du mit mir zusammen bist? Warum hast du mich nicht getaggt? Warum hast du jetzt meinen Beitrag nicht kommentiert? Warum schreibst du deren Kommentar unter den Beitrag? Warum likest du der ihr Bild? Und so weiter und so fort. Ja? Und dann werden auch natürlich oft die Streitigkeiten auf Social Media direkt ausgeführt. Das heißt, der eine postet einen Beitrag mit einer Message, die unterschwellig anderen suggerieren sollen, was Sache ist. Ja? Und der andere macht dann von mir so ein Kurzvideo mit irgendeiner zweideutigen Botschaft, die ja eigentlich nur dem Partner gilt, aber wo alle anderen dann auch wissen, was Sache ist und so weiter. Ja? So ein Spielchen einfach. Das ist nicht nur kindisch, sondern das kann auch absolut nach hinten losgehen. Weil was ist denn jetzt wirklich das Wichtigste an dieser einen Situation im Urlaub gewesen? Was ist das Bedeutendste gewesen? War es jetzt der Moment oder also der Moment, wo man sich geküsst hat? Oder ist es das Wichtige, dass man die Likes aufs Foto bekommt? Oder ist es die Botschaft, schaut mich an, ich bin so begehrenswert? Oder ist es das Zeigen des Besitzes? Schau gut hin, der gehört jetzt mir. Also was ist jetzt der Grund, warum man dieses gemeinsame Foto in Wirklichkeit postet? In Wirklichkeit ist es von allem ein bisschen was, aber am meisten geht es tatsächlich um den Besitz. Einfach, also am wenigsten geht es um den Moment und am meisten um den Besitz. Einfach, um den anderen klarzumachen, der ist jetzt mein. Ja? Und der Besitzgedanke allein ist schon mal von Grund auf eine komplett verkorkste Geisteshaltung, weil ich ja an meinen eigenen Wertzweifel habe, dass ich nicht attraktiv genug bin. Und mit attraktiv meine ich jetzt nicht das Äußere. Die Menschen, die eifersüchtig sind, haben ein absolut geringes Selbstwertgefühl. Nur Fakt ist, wenn ich mich selbst liebe, dann bin ich auch nicht abhängig davon, von meinen anderen geliebt zu werden. Das ist mal die Grundvoraussetzung. Und dann sollte sich natürlich auch jeder bemühen, für den anderen auch in 10 Jahren noch interessant zu sein. Und das ist der Punkt, woran es scheitert. Damit es aber auch funktionieren kann, ist es wichtig, dass sich auch beide entwickeln. Ja? Und auch beide ständig an der Partnerschaft arbeiten, weil eine Partnerschaft ist, wie gesagt, Arbeit. Das heißt, ich muss mich bemühen wie am Anfang und nicht alles als selbstverständlich ansehen, weil ich besitze die Person ja eh schon. Ich muss weiterhin Sport machen, ich muss weiterhin auf meine Figur achten, ja? Weiterhin gut aussehen, weiterhin nett miteinander reden. Ja? Nicht mal den anderen zuliebe, sondern in erster Instanz sowieso mir zuliebe. So sieht's aus. Mögen Sie eigentlich Kinder? Ja, ich mag Kinder. Ich mag allgemein Kinder. Aber warum fragen Sie? Hat sich gleich so angehört, wenn ich keine Kinder mag? Na, wegen der Familie vorhin. Naja gut, haben Sie dann auch gehört, wie die Kinder mit den Eltern gesprochen haben? Also respektlos ist milde ausgedrückt. Wenn man mit seinen Eltern redet, als wären sie der letzte Dreck, dann haben sie es höchstwahrscheinlich auch verdient. Ja, ist eh klar, weil dann haben sie wohl einiges in der Erziehung falsch gemacht, ist einiges schiefgelaufen. Aber trotzdem waren auch die Gründe, warum man die Kinder bekommen hat, sicherlich die falschen. Das, was sie da gesehen haben, ist ein klassisches Versagen der Eltern. Da hat man es definitiv verabsäumt, eine respektvolle Bindung zu den Kindern aufzubauen. Ich kann Ihnen garantieren, dass in dieser Familie so gut wie keine tiefgründigen Gespräche geführt werden. Aber Gespräche sind das A und O für die Bindung zum Kind. Und nicht nur für die Bindung, sondern auch für die Selbstentwicklung des Kindes. Und wenn ich keine Zeit für Kinder habe, dann darf ich auch keins in die Welt setzen. Punkt aus. Weil ein Kind ist kein Spielzeug, das ich mir anschaffe, damit meine Erwartungen erfüllt werden. Und ich bin auch kein schlechter Mensch. Ich bin kein Unmensch, wenn ich keine Kinder in die Welt setzen möchte. Ein Unmensch bin ich dann, wenn ich Leben auf die Welt setze, obwohl ich mein eigenes nicht im Griff habe oder weil das Kind irgendeinen egoistischen Zweck erfüllen soll. Dann bin ich ein Unmensch.
jetzt im Moment betrachtet, auf dem Level, wo Sie sich gerade befinden, was denken Sie, ist der beste Weg, um aus dem Hamsterrad, wie man so typisch sagt, auszubrechen? Naja, als allererstes beginnt es mal wieder wo? Da oben im Kopf. Ich muss mir im Klaren sein, dass alles einen Preis hat. Alles im Leben hat einen Preis. Und wenn ich bereit bin, diesen Preis zu bezahlen, dann muss ich auch eine Entscheidung treffen, ob ich diesen Preis bezahlen möchte. Weil der Erfolg beginnt mit was? Er beginnt mit der Entscheidung. Das ist immer der Startschuss. Immer. Nur das Schöne ist, dass wir Menschen im Gegensatz zum Tier die Wahl haben. Die Tiere haben diese Möglichkeit nicht. Wir haben die Wahl. Weil die Gazelle wacht jeden Morgen auf, muss jeden Tag springen, um zu überleben. Und der Gepard, der die Gazelle jagt, macht dasselbe. Haargenau dasselbe. Er wacht jeden Morgen auf, muss jeden Tag laufen, um zu überleben. Die haben nicht die Wahl. Wir können entscheiden. Sie nicht. Fressen oder gefressen werden. Wir haben die Freiheit der Wahl. Und wenn wir die richtige Wahl treffen, werden wir auch die richtige Freiheit erhalten. So einfach ist es. Das heißt, wenn ich mich dafür entschieden habe, dann gebe ich ein Commitment ab. Und das bedeutet, dass ich höchstwahrscheinlich in Zukunft länger arbeiten werde als alle anderen. Dass ich am Anfang höchstwahrscheinlich auch mit weniger Geld auskommen muss als alle anderen. Dass ich auch meine Freunde und Familie eventuell weniger sehen werde als bisher. Oder dass einige Freundschaften auch in die Brüche gehen werden. Oder dass sogar die Partnerschaft zwischen Mann und Frau auseinandergehen wird, weil man sich ja weiterentwickelt in der Zeit. Das muss mir alles vorher bewusst sein. Die Frage ist, welchen Preis bin ich bereit zu bezahlen, um das Leben führen zu können, das ich führen möchte? Diese Frage muss sich selber jeder stellen. Denn die Entscheidung kann diese ganzen Dinge mit sich bringen und wird höchstwahrscheinlich diese ganzen Dinge und viel, viel mehr mit sich bringen. Und was sie auch höchstwahrscheinlich mit sich bringt, ist eine Durchstrecke. Weil der Erfolg kommt nicht über Nacht. Der Erfolg ist ein Prozess, steckt ja im Wort drinnen. Er folgt, nämlich auf etwas, das ihm vorausgeht. Und das wollen viele nicht. Weil die meisten wollen immer irgendwas sein, ohne was zu machen, ohne was zu werden. Die wollen in einem Monat das erreichen, was sie letzten 10 Jahre nicht geschafft haben. Wie soll das gehen? Die fangen dann irgendwas an, probieren irgendwas und wenn das nicht gleich funktioniert, schmeißen sie es hin und machen das Nächste. Heute machen wir Kryptowährungen, morgen Network Marketing, übermorgen machen wir Affiliate Marketing, machen wir Dropshipping und nächste Woche sind wir dann Berater oder Coach. Wenn was nicht funktioniert, dann deshalb nicht, weil ich da oben nicht funktioniere. Die Leute wollen immer alle ein Business und was sie einfach nicht behirnen ist, dass ich dazu die richtige Denkweise brauche. Ich muss vorher mal lernen, wie ein Unternehmer denkt, bevor ich Unternehmer werden kann. Und dann sollte ich mir natürlich auch Kompetenzen aneignen. Weil was bringt denn das beste Produkt, die beste Geschäftsidee, wenn sie da oben nicht richtig ticken, wenn der Kopf nicht richtig tickt? Was bringt ihnen das? Warum glauben Sie, gehen 99 von 100 Startups da draußen den Bach runter innerhalb des ersten Jahres in den meisten Fällen? Ich meine, diese ganzen Sendungen, wo die Gründer ihr Business vorstellen, um Geld einzusammeln, das ist zwar alles lieb und nett und auch unterhaltsam, aber unabhängig davon, dass es nicht im geringsten der Realität entspricht, schaffen es dort viele Startups nicht, obwohl im Vorhinein schon massiv ausgefiltert wird. Wenn es dort ein Startup schafft, dann nicht wegen dem Produkt oder wegen einem Geschäftsmodell. Hat auch ein bisschen was damit zu tun, aber in erster Linie, weil die Gründer da oben funktionieren. Das Geld einzusammeln macht nur dann Sinn, wenn der Rest auch passt. Wenn ich das richtige Mindset habe und wenn ich auch die Kompetenzen habe. Sonst nutzen auch Millionen Euro nichts. Das ist, was die Leute nicht behirnen. Bevor ich Arzt werden will, dann muss ich mal studieren. Da lerne ich dann jahrelang. 5, 6, 7, 8 Jahre. Da habe ich Praxiserfahrung und dann erst bin ich Arzt, wenn ich das richtige Mindset habe und wenn ich die Kompetenzen habe. Und warum die meisten auch nicht nach vorne kommen, ist, weil die ganze Zeit irgendwelche Abkürzungen suchen, wollen alles auf eigene Initiative machen, anstatt dass sie sich den Vorhandenen bedienen. Weil für das Vorhandene brauche ich ja Geld, muss ich Geld investieren. Und da sind sich viele zu geizig. Die investieren in keine Kurse, in keine Seminare, in kein Coaching oder was weiß ich, weil die Denkweise komplett verdreht ist. Weil sie denken, dass sie das Geld den Trainer oder in die Ausbildung investieren und die kapieren einfach nicht, dass jeder Cent, den ich in eine Ausbildung investiere, ein Invest in mich selber ist, in meine Weiterentwicklung. Und ich frage auch oft aus reiner Neugierde, warum hast du nur das Coaching nicht gemacht, das Seminar nicht in Anspruch genommen? Naja, ich habe in der Vergangenheit schon 2-mal so ein Coaching gemacht, das hat so viel Geld gekostet und am Schluss hat es nicht funktioniert.
Was soll denn das? Also, wenn ich mir schon zweimal in der Parkgarage den Spiegel abgefahren habe, da kann ich auch nicht sagen, naja, ich habe mir schon zweimal den Spiegel abgefahren, also es hat so viel Geld gekostet und deswegen fahre ich jetzt in keine Parkgarage mehr. Erstens mal kann ich nicht Vergangenes auf Zukünftiges schließen, das ist mal das Erste. Und zweitens, was glauben Sie denn, was ich in meinem Leben schon für Lehrgeld bezahlt habe? Da können Sie zwei Einfamilienhäuser da herstellen. Lehrgeld ist ein Teil der Investition. Ich muss Lehrgeld bezahlen, damit ich dorthin komme, wo ich hin möchte. Was bedeutet denn Lehrgeld? Es bedeutet, ich zahle Geld, um zu lernen. Und für was steht Lehre? Lehre ist eine Ausbildung. Ich zahle Geld für meine Ausbildung. Das ist wie beim Kind, das gehen lernen möchte. Das muss hinfallen, um gehen lernen zu können. Das geht nicht anders. Aber Geld zu zahlen einfach so bringt natürlich auch nichts. Ich brauche jemanden, der es mir zeigt. Ich brauche einen Mentor. Habe ich eh schon mehrere Male gesagt. Ich brauche jemanden, der mir das richtige Denken vermittelt, der mir auch die Fähigkeiten lernt. Weil wir könnten heute weder mit dem Besteck umgehen, noch sich die Schuhe binden, sprechen oder sonstiges, wenn wir nicht jemand gehabt hätten, der uns das gezeigt hat, gelernt hätte. Weil alles, was wir heute können, brachte uns immer, also irgendwann mal jemand bei. Laufen, sprechen, lesen, schreiben. Das ist ein Lernprozess, der geht von Geburt an bis an unser Lebensende. Wir lernen permanent. Und jetzt kann man sich selber mal fragen, wie lange hätte man denn gebraucht, wenn wir niemanden gehabt hätten, der uns das alles gezeigt hätte. Wir hätten nicht nur länger gebraucht, sondern viele Dinge könnten wir bis heute nicht. Und das ist der Punkt. Ich kann es mir schwer machen im Leben oder ich mache es mir einfach. Der schwere Weg ist der, wo ich alleine gehe. Der einfache ist der mit dem Mentor. Punkt aus. Weil bei mir hat sich nämlich genau an dem Punkt alles verändert damals. Mein Mentor hat mir damals die richtige Denkweise vermittelt. Er hat das Fundament sozusagen gebildet und habe unglaublich viel von ihm gelernt in dieser Zeit. Und viele glauben auch, dass ich bei dem im Bett geschlafen habe. Keine Ahnung, das war nicht der Fall. Der hat 700 Kilometer weit weg gewohnt. Mit dem habe ich hin und wieder mal telefoniert. Aber das reicht auch schon. Es ist nicht die Menge an Informationen, die wichtig sind, sondern die Qualität der Informationen. Weil oft kann nur ein einziger Satz im Leben alles verändern. Der Mentor ist nur dafür da, um Ihnen die Richtung zu zeigen. Gehen müssen Sie den Weg selber. Ich kann Ihnen sagen, dass die Gründe, warum 9 von 10 Unternehmen stagnieren oder feststecken, immer dieselben sind. Und die sind auch sehr einfach zu beheben. Es gibt nämlich gewisse Stellschrauben, die einfach nur ein bisschen geölt gehören oder von mir aus neu justiert. Und manchmal braucht es auch oft nur einen Perspektivenwechsel, weil viele einfach mit der Zeit so den Blick aus der Vogelperspektive verlieren. Und was auch gang und gäbe ist da draußen, ist, dass sich Firmen immer wieder die falschen Berater holen. Sie brauchen den richtigen Berater, weil eine Person kann alles drastisch verändern, nämlich sowohl positiv als auch negativ. Und deswegen ist es wichtig, die richtige Person sich ins Boot zu holen. Weil ich bin oft bei Unternehmen, die stehen teilweise mit dem Rücken zur Wand, wollen gern handeln, können aber nicht, weil die eben schon hunderte, tausende Euros für Berater ausgegeben haben, für die falschen Berater und wundern sich, warum sie jetzt da stehen, wo sie stehen. So, und wie suchen die diese Berater aus? Wie werden diese falschen Berater ausgesucht? Nach Papier, nicht nach Fähigkeiten. Hat er studiert? Was hat er studiert? Wie lange hat er studiert? Welche Zertifikate hat er? Bla, bla, bla. Diese Berater kennen sich perfekt aus, aber eben nur theoretisch. Die haben keinen Plan, wie die Praxis funktioniert. Weil gerade diese ganzen Themen wie Marketing, Branding, Positionierung, das ist eine sehr schnelllebige Welt. Und die Leute, die das studieren, die kommen aus der Schule und müssen in Wirklichkeit wieder von vorne anfangen, weil vieles von dem schon wieder veraltet ist. Ja, und viele Unternehmen holen sich nicht nur die falschen Berater, sondern sie geben auch einen Teil ihres Geschäfts in fremde Hände. Die suchen sich irgendwelche Marketingagenturen, die kosten richtig viel Geld, aber bringen in den meisten Fällen keine Leistung oder zumindest nicht die Leistung, die man sich für das Geld erwarten kann. Und dann heißt es außer Spesen nichts gewesen. Und was auch sehr viele machen ist, dass sie am falschen Fleck sparen, ja, und auf der anderen Seite aber das Geld beim Fenster rausschmeißen. Absolut paradox. Ich muss in die richtigen Dinge investieren und ich brauche vor allem auch die richtigen Leute. Und die richtigen Leute, gute Leute, kosten Geld. Und wenn ich eben nur mit Bananen zahle, darf ich mich nicht wundern, wenn ich nur Affen habe. Ich weiß, das sind sehr harte Worte, aber das ist nun mal so.
Weil nicht der Kunde ist König, sondern der Mitarbeiter ist König. Denn dort, wo der Mitarbeiter König ist, ist der Kunde glücklich. Verstehen auch sehr viele Firmen bis heute nicht. Ich sage nicht, ich bin gefühlt viermal im Monat, also jede Woche, bei Unternehmen, wo mehrere 100 Millionen Umsatz im Monat machen. Und überall sieht es sehr ähnlich aus. Stehen und bewegen sich einfach nicht vom Fleck, treiben den Umsatz künstlich in die Höhe, aber der Gewinn wird hinten raus immer weniger. Ja, und oft sind es wirklich nur Kleinigkeiten, aber sehr viele wollen einfach nichts verändern. Weil hat ja auch die letzten 20 Jahre so funktioniert. Ich kann Ihnen sagen, dass es viele von diesen Unternehmen in 5 bis spätestens 10 Jahren nicht mehr geben wird, weil viele werden Opfer der Digitalisierung, definitiv. Weil wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit. Das ist so. Jeder hat die Freiheit der Wahl. Nur die Frage ist, welche Wahl treffe ich heute? Mache ich so weiter wie bisher oder treffe ich eine Entscheidung und handle endlich? Diese Wahl habe ich, weil wer weiterhin das macht, was er bis jetzt gemacht hat, wird auch weiterhin da bleiben, wo er jetzt ist und auch weiterhin das bekommen, was er schon bis jetzt immer bekommen hat. Weil sinngemäß hat es der Albert Einstein vor 70 Jahren schon so gesagt.